Na Leute, wisst ihr, was heute passiert ist? Am 9. Juli, vor genau 3 Jahren, im Jahre 2009 also. Falls ihr es nicht wisst, zeige ich's euch eben. Ja, war das nicht ein wunderschönes Intro? Ach, herrlich. Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin Tsuyoshimaru und werde Mega Man X spielen. Vor 3 Jahren habe ich mein erstes Let's Play hochgeladen. Es war das Spiel Mega Man X mit einer Challenge. Und man sieht sich halt immer zweimal im Leben. Und dies ist unsere zweite Begegnung mit Mega Man X und der Sui Challenge. Viel Spaß. So Leute, willkommen zu einem Projekt. Ach Gott, ihr habt es im Trailer gerade schon gesehen. Ich wollte es eigentlich schon zum Einjahres-Special machen. Ich wollte es zum Zweijahres-Special machen. Ich habe nie dran gedacht. Ich stelle erstmal die Steuerung hier ein. Und jetzt endlich zum Dreijahres-Special. Kann ich es machen? Mein Re-Let's Play zu Mega Man X. Dazu sei gesagt, ich habe damals eine Challenge gemacht bei dem Spiel. Moment, mein Ton. Ich habe damals eine Challenge zu dem Spiel gemacht, die besagte, ich werde nur den Buster benutzen, also den Schuss hier gerade, und ich werde keine Zusatzlebenspunkte, keine Herzcontainer einsammeln, wie auch immer man die Dinger nun nennen möchte. Diese Challenge werde ich diesmal nicht machen, denn ich werde das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen. Und zwar werde ich versuchen, ich betone, ich werde es versuchen, ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ich werde versuchen, dieses Spiel durchzuspielen, nur mit dem Buster, also ohne die Zusatzwaffen. Keine Energietanks, keine Herzcontainer und nur die Boosts, weil man an denen nicht vorbeikommt und ich die haben möchte. Also kein Helm und keine Rüstung. Die Schusswaffe kriegt man ja zwangsmäßig auch später. Werde ich jetzt versuchen durchzuspielen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich es schaffen werde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich für den letzten Bosskampf mir nochmal die Rüstung und ein paar Energietanks holen muss, weil ich glaube, der One-Hittet mich sonst. Ich werde es aber so weit es geht versuchen. Und ja, lang genug vom Intro. Jetzt spielen, na wobei nicht lang genug vom Intro, wir spielen ja immer noch das Intro, das tolle Intro-Level. Ja, viele Leute sagen, es ist genau das beste Intro-Level der Welt. Ist es auch ein gutes Intro-Level, allerdings nervt es mich immer, da ich hier noch nicht sliden kann. Und ich möchte den Mega Man X schön rushen können. Denn das macht mir einfach am meisten, wow, meistens Spaß. Wenn ich einfach durch die Gebiete durchrennen kann und weiß, mir ist alles scheißegal. Oh Gott, ja, da wäre ich richtig nostalgisch. Ey. Vor 3 Jahren, heute vor genau 3 Jahren, Leute, habe ich angefangen zu Let's Playen. Wow, ich feiere mich selbst. Mann, bin ich ein arroganter Spacken, nicht wahr? Ja. Na egal. Jedenfalls wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ihr seht die Videolänge, das heißt, ja, ich werde das ganze Spiel in einer Folge für euch bereitstellen. Und wer Bock hat, das zu gucken, falls irgendjemand da die Nerven zu hat, kann das ja gerne machen. Ah, cool. Ah, komm, du bist jetzt zu langsam, Kollege. Bam! Bam! So. Und gleich sind wir auch schon beim Boss, sage ich mal. Ja, wenn man es so nennen möchte, ist es quasi so ein Hyper-Boss. Ein Boss, den wir nicht besiegen können. Oh mein Gott, er hat gespoilert. Wie verdammt, wie kann das wagen? So kaputt, bevor du auf dem Boden auftauchst, Kollege. Na, du bist nur auf dem Boden aufgetaucht. Ich bin schwer beeindruckt. Wenn man es schnell gemacht hat, kommen halt nur zwei. So, und das ist unser Bossgegner. Hallo, na, was geht? So, und ich brauche gar nicht versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Und übrigens, ich werde jetzt oft gefragt bei meinen Mega Man Let's Plays. Ich habe keinen Dauerfeuerknopf, das sind meine Finger. Ah, wir können ihn nicht besiegen! Ja, wir können ihn nicht besiegen. Man kann gegen diesen Gegner nicht gewinnen. Ich dachte früher, man kann es vielleicht irgendwie schaffen, wenn man ein bisschen trickst, schnell genug ist, stark genug ist oder so, aber nein, es geht nicht. Mich übersetzt übrigens mal so ein bisschen frei Schnauze, ne? Your restless beats of. Ja, genau, ich übersetze und lese es vor. Ich bin ja toll.
Du wertloses Stück Metall, hast du gedacht, du könntest mich besiegen? Wie gesagt, ne? Ich übersetze das nicht wörtlich, ich übersetze einfach so frei Schnauze, falls ich's kann. Bäm! Oh mein Gott! Dum, 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 dum. Da haben wir Zero. Wusstet ihr? Ich hab's wahrscheinlich damals auch gesagt, aber ich dachte früher mal, Zero wäre eine Frau. Wegen den Haaren. Naja. Ich bin nicht stark genug, um ihn zu besiegen, glaube ich. X, du solltest nicht erwarten, ihn zu besiegen. Er ist als Kriegsmaschine gebaut worden. Du hast noch nicht deine volle Kraft erreicht. Erinnere dich daran. Wenn du alle Abilities, die für dich designt wurden, findest, dann solltest du stärker werden. Ja, die wir nicht mitnehmen werden. Toll. Du könntest vielleicht so stark werden wie ich sogar. Ich werde schon mal vorgehen und Informationen zu Sigmas Festung sammeln. Wenn ich kann. So viel ich kann. Whatever. Ich werde dich erneut treffen. Dort. Bis dann. See you later, Alligator. Ich weiß, du kannst es schaffen, Mann. Ich weiß auch, dass ich es schaffen kann. Denn ich bin der Schaffenmann. So, das haben wir doch schon mal wunderbar erledigt, würde ich sagen. Auf zu Chill Pinguin. Yeah. Yeah. What? Chill Pinguin ist nämlich so gechillt, dass er Rapper ist, müsst ihr wissen. Yeah, Chill Pinguin in the Hood. So, aber Chill Pinguin kann jetzt mal gechillt bleiben, denn gegen uns wird er keine Chance haben. Ja, ich höre auf mit den schlechten Witzen, ich weiß. Ich möchte euch ja nicht so wie ihn, weil ich meine, den haben wir dann wohl. Ah! Zack. Kalt gemacht. Haha. So, okay, ich hoffe, man hört mein Tastengehämmer nicht. Ich habe halt den Controller schon extra unterm Tisch, weil ich weiß, dass wenn ich auf die Tasten hämmer, es ziemlich laut werden kann, wenn ich meinen Dauerfeuer-Daumen ausprobiere. Naja. Whatever. So, und jetzt kommt da... Ja, nee, noch nicht. Aber da kommt jetzt ein Rad. Bam. Und noch eins. Bam. Aua, er hat mich getroffen. Und dann noch eins. Bam. Und ein Vogel. Ah, bam. Dieser Vogel, das ist eine Fledermaus. Bam. Wie sag ich die ganze Zeit? Bam. Hallo, Rad. Ich habe mein Rad für dich. Oh, mieseste Kiste. Bam. So. Ja, noch sind wir ein bisschen langsam unterwegs. Ich freue mich auf das Item, was wir gleich finden. Denn das ist das Schönste, wo gibt. Genau hier. Ich danke dir dafür, Dr. Light. So, du bist also gekommen, X. Ich bin der kleine Bruder von Fresh Craden. X, ich habe dir die Fähigkeiten, ich habe dir die Fähigkeit gegeben, deinen Teil des Lebens selbst zu bestimmen. Ich hoffe, die Welt wird dir erlauben, den friedlichen Weg zu wählen. Aber nun bist du dafür bestimmt zu kämpfen. Weil ich dachte, die Welt braucht einen neuen Champion. Ich habe hier versteckte Kapseln wie diese hier versteckt, die total versteckt war. Sie lag ja nur direkt auf dem Weg, aber hey... Wenn du sie findest, werde ich dir deine Kraft erhöhen. Ja, werden wir, wie gesagt, nicht benutzen. Hey, wir haben eine, ja, irgendwas, keine Ahnung. Nun steig in die Kapsel und erhalte einen Boost für deine Geschwindigkeit. Viel Glück, X. Yo, was geht, Fresh Light? Nein. Der einzig wahre Fresh hier. Fresh MC ist der einzige Fresh Craden, ist doch wohl klar. Bam! So, und jetzt macht das Spiel jetzt richtig Spaß, weil jetzt können wir sliden. Und das ist meiner Meinung nach das Beste im Vergleich von Mega Man X zu den, er hat mich verarscht, wie kann das sagen? Zu den klassischen Mega Man Spielen. Gut, da ging es zwar auch, aber das heißt jetzt nicht, dass ich die alten schlecht finde, auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, weil ich einfach liebe, wie man hier durchrocken kann mit dem Ding. Bam, bam, bam. Oh, und schon haben wir ihn gekillt. Das war eigentlich so nicht geplant, liebe Kinder. Liebe Kinder der Nacht. So, okay. Ha, voll verarscht, Kollege. Der mich einfach hier mit dem Schneeball erschlagen wollte. So. Und jetzt begegnen wir auch unserem Lieblingsrapper, Lieblingspinguin. Dim, 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 dim. So. Hi, na? Darf ich vorstellen, Leute, der einfachste Gegner, Endgegner der Mega Man X-Serie. Der rutscht auf den Boden. Und macht Eis-Blizzard-Attacke.
Eis-Blizzard, denn es gibt auch Feuer-Blizzard. Na komm, lass mich dich treffen, Kollege. Ja, genau, mach deinen eigenen Scheiß wieder kaputt. Interessiert eh keinen, was du machst. Ja, gut. Ey, Kollege, habe ich dir erlaubt, dich da oben dran zu hängen? Bam! Nee, immer noch nicht. Ach Gott. Er ist wirklich so easy, Leute. Er kann gar nichts. Er kann gar nichts. Er kann ganz niedlich aussehen. Aber sonst, guck mal, seine Dinger machen wir auch einfach kaputt. Und er schießt dann selber drauf. Wie blöd ist er eigentlich? Warum ist er so blöd? Sollen wir mal einen Gefallen tun? Jetzt springt er doch bestimmt da oben. Oh, guck mal. Zu schade. Kollege. Hallo, na? Bam! Sah so aus, als hätten wir ihn voll in den Bauch geboxt. Ich trinke mal eben was, Leute. Ich habe noch einen langen Run vor mir. Entschuldigt mich, ich muss mich eben räuspern. Da haben wir ihn wohl aufs Glatteis geführt. Dödüm. Scheiße. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass wir das wegdrücken können. Aber es war für uns eh uninteressant. Ja, wir haben jetzt eine Ice-Ability bekommen, die uns nicht bringt. Ja, und ich werde einfach mal... Habe ich mich gerade ganz spontan zu entschieden, weil ich so ein kluges Kerlchen bin. Wir werden einfach im Kreis gehen. Patchel Pinguin haben wir angefangen, um die Boost zu halten. Jetzt gehen wir einfach nach links gegen den Uhrzeigersinn, bis wir bei, ich glaube, Flame Mammoth angekommen sind. Müsste der letzte sein. Ich bin nicht sicher. Und dieses Level ist das Level der 5 Milliarden Zwischenbosse. Allerdings werden wir davon eh nur die Hälfte, oder? Na, ein paar davon werden wir wahrscheinlich schon machen müssen. Aber naja, komm schon, ne? Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Doch, das soll uns nicht weiter stören. Warum auch? Aua, ich bin voll reingesprungen. So, da kommt der erste Zwischenboss. Hallöchen, na? Und ich glaube, er möchte... Er hat mich getroffen. Naja, komm. Viel wird er nicht mehr aushalten können. So. Du hättest uns ruhig mal ein bisschen... Ah, danke schön. Lebensenergie da lassen können, wollte ich sagen. Ja, und der Typ kommt gleich übrigens nochmal, nur ein bisschen gemeiner. Genau da. Wow. Da hat er mich verarscht. Da hätte er mich fast in die Stacheln gebamst. Dabei möchten wir doch da gar nicht in die Stacheln. Naja. Alles in anderen allerdings auch ein Gegner, der nicht viel reißen kann, wie man sieht. So, gib uns Heilung. Ne, gib da nicht. Allerdings können wir hier oben noch ein bisschen was finden. Na, komm. Komm, lieber Sturm. Sturm, dankeschön, Tornado. Tornado, wee. So, und schon sind wir oben angekommen. Moment kurz. Dankeschön. Da musste ich eben mein Näschen pudern. Oh. Hörst du auf? Ich möchte unten bleiben. Dankeschön. So, da oben könnten wir jetzt... Au! Das Ding kaputt hauen, was uns gerade mit einer Bombe beworfen hat. Allerdings könnte die Nachtigall bitte aufhören zu krähen hier draußen. Dankeschön. Falls ihr gerade irgendwie sowas gehört habt, was so klang, als wäre gerade irgendwas abgestochen worden, das war ein Vogel. Die bei mir hier meistens nachts krähen. Schießt er voll auf den Hinterkopf, Kollege. Na, drehst du dich weg? Ja gut, dann schießt du jetzt auf den Schwanz. Hat Schwanz gesagt. Oh, ihr seid so primitiv, Leute. Zack. So. Und es wäre nett, wenn du mir jetzt noch ein bisschen Heilung geben könntest, denn jetzt gleich kommt der Boss. Ja, genau das möchte ich nämlich nicht haben. Hallöchen. Könnt ihr Items droppen? Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte so nicht da reingehen. Nö. Ich bin zwar wahnsinnig, aber nicht lebensmüde. Nee, ach, scheiß drauf. Gut, dann werden wir höchstwahrscheinlich jetzt einmal gegen den lieben Launch Octopus verlieren. Was launcht da denn? Lol, Waffel. Ja, ja. So. Jedenfalls werden wir jetzt gegen Launch Octopus kämpfen. Bam. Und werden dann mal gucken, vielleicht schaffen wir ihn ja. Ich glaube zwar nicht, also ja, wir schaffen ihn auf jeden Fall, aber auf Anhieb kann ich mir nicht vorstellen, dafür sieht unsere Lebensenergie ein bisschen beschissen aus. Guck mal, wir springen, du kannst auch springen.
Ja, und natürlich vor allen Dingen schaffe ich es nicht, wenn ich voll in seinen Schuss springe. Naja, aber das, was am meisten Schaden macht, ist sein eigener Körper natürlich, wie immer, bei Bossgegnern. Na, Kollege. Nö, nö, nö. Das wollen wir aber nicht. Das sehe ich gar nicht gern. Oh. Na. Wie ich vermutet habe, ich glaube nicht, dass das noch was wird beim ersten Versuch. Bam. Ah nein, das wird mich töten, ja. Hätte er doch nur die Torpedos gemacht, nicht wahr? Das war unfair, ich bin nicht mit voller Energie da reingegangen. Na gut. So, mal schön wieder aufladen. Und er wird jetzt sowieso direkt am Anfang springen. Hallöchen, ich bin Launch Octopus. Und ich liebe es, dein Genick zu brechen. Deins. Nach da unten. Genau das wollte ich uns damit sagen. Hallo, guck mal, ich kann auch springen. Ja, was mache ich hier? Frag mich nicht, ich weiß es manchmal selber nicht so genau. Dim, 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 dim. Launchy, launchy, launch, launch, Octopus. Launchy, launchy, launch, launch, Octopus. Und bam! 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 Ja, gut. Ja, viele Kommentare kann ich ja wieder mal nicht zu abgeben. Ich meine, wenn ich mir gerade auf die Energieleiste gucke, ärgere ich mich übrigens. Das hätten wir nämlich mit der Energieleiste von eben jetzt bei dem Versuch, glaube ich, sogar geschafft. Jedenfalls, na gut, jetzt wären wir gestorben. Wieso springst du mich rein? Das finde ich überhaupt gar nicht fein. Na gut, er hat eh keine Chance mehr. Ah, oh, guck mal, ein kleiner Tintenfisch. Bam. Könnten die Tiere vor meiner Haustür generell bitte mal ihre Klappe halten? Das wäre ganz nett. Erst fängt die Nachtigall an zu krähen, jetzt bellt der Hund vom Nachbarn. Ah. Ich glaube, Launch Octopus ist jetzt wohl heftig. Abgesoffen. Yeah. So, jetzt zeige ich euch das mal. So sieht das nämlich aus. You got Homing Torpedo. Oh mein Gott. Prägt euch diese Waffe gut ein. Das ist nämlich das letzte Mal, dass ihr sie in diesem Let's Play sehen werdet. Ja, ja, ja. Ah, naja, gut, ne? Man kann ja nicht alles haben, Kinders. So, der nächste auf der Abschlussliste ist Amort Armadillo. Und der gute kleine Amort Armadillo denkt sich so, hey, du hast keine Rüstung. Ich natz dich trotzdem. Zack, bam. Naja, gut, komm. Wollen wir mal den Traum vom Glück lassen und so tun, als würde uns seine Moves irgendwie interessieren. Als könnte er uns irgendwas anhaben, diese Flasche. Gott, ey, ich hätte jetzt gern Kekse. So, dieses Level mag ich, es ist nämlich, oh, hat nämlich ein dickes Tempo. Und ich stehe auf Tempo. Yeah, habt ihr das gesehen? So muss es laufen. Hallo Vogel. Guck mal, Fledermäuse. Und da unten ist jetzt so ein kleiner, eine Planierraupe, die uns allerdings herzlich wenig interessiert. Wir hauen einfach ab, weil, ist so. Ne? Da lasse ich auch nicht mit mir streiten hier. Guck mal, da oben Fledermäuse. Da kommen nochmal Fledermäuse. Und nochmal, und nochmal. Und ein Rad. Und noch ein Rad. Und noch ein Rad. Voll drüber geballert. Oh Gott. Hey, ganz viele Fledermäuse. Alle auf einen wow, Streich. Da habe ich meine L-Taste verfehlt. Bam, bam, bam. Wunderbar. Süchen. Und gleich werden wir auf epische Art und Weise abspringen. Jetzt! Puh. So, man könnte jetzt einmal nach links gehen und das Ding einfach von hinten beballern. Oder man macht es einfach wie ich und skillt sich an dem Typen vorne rum vorbei. So kommen wir noch ganz einfach an das Herz da oben dran. Allerdings, das interessiert uns ja herzlich wenig. Ha, versteht ihr? Das Herz interessiert uns ja herzlich wenig. Oh Gott, ey, ist das Let's Play jetzt schon voller Flachwitz und wir sind gerade mal beim dritten Boss. Also auf dem Weg zum dritten Boss. Noch nicht mal beim dritten Boss. So, ganz viele Vögelchen abschießen. Früher dachte ich mal, wenn man die alle abballert, kommt hier oben Dr. Light. Aber nein, hier kann man die Hadouken bekommen. Aber für uns uninteressant, dafür brauchen wir ein volles Equipment und müssen dieses Level viermal. Was, viermal? Oder fünfmal? Ich glaube, es war viermal hintereinander abschließen mit Exit. Exit, ätzend. So, na mein lieber Amort Armadillo, du wirst jetzt eh wieder mit 180 Stundenkilometer auf uns zurasen. Allerdings, das interessiert uns ja wenig, ne? Bam. Bam. Ja, jetzt macht er wieder sein... Hallo, ich kann ein Schild abwehren. Ja, immer wenn er, Oh Gott! Ja.
Das war voll intelligent von mir. Wow, das war ganz schön knapp. Na, gut. Amorted Armadillo macht übrigens extrem viel Schaden mit seinem scheiß Gerolle. Falls ihr es nicht gesehen habt. Na komm, du bist so weit hinten. Wusstet ihr übrigens, dass der kleine Popelschuss von Mega Man extrem viel Damage macht, wenn man boostet dabei? Krass, ne? Für alle, die es nicht gewusst haben. Doch, das erzähle ich mal. Ah! Kollege, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Mit deinem Gerolle. Ja. Bam! Na. Okay, gut. Ich war gerade für einen kurzen Moment still, weil ich dachte, ich würde jetzt auf den Sack kriegen. Ja gut, ich... Ah! Gott, okay. Ja, ich muss mich, auch wenn ich das Spiel eigentlich als sehr leicht empfinde, muss ich sagen, muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen hier. Denn immerhin mache ich so eine Challenge ja auch nicht alle Tage. Vor allen Dingen merke ich gerade, dass ich so ein Spiel schon viel zu lange nicht mehr gespielt habe. Wow! Nein! Was war das denn? Döp, wir voll in mich reingebatzt wird durch meinen eigenen Schuss. Oh mein Gott. Zack. So. Jop, jop, jop. Hallo, Maut Armadillo. Vielleicht treffe ich dich ja sogar mal beim Anfang. Ja, tu ich. Cool. Bam. Oh, ich mache dir ja extrem viel Schaden, sehe ich gerade mal so. So gar nichts irgendwie. Habt ihr das gesehen? Achtung darauf, wie viel Schaden ich ihm... Na, warte. Wie viel Schaden ich ihm mache, wenn ich mit so... Na, komm, jetzt funktioniert es natürlich nicht. Wie viel Schaden ich ihm mit... Ach, scheiß doch drauf. Da habe ich jetzt hingeguckt, habe gesehen, ich habe ihm 2 Striche Schaden gemacht. Haha, genau zwischendurch, Kollege. So, das war eben quasi die Aufwärmphase. Jetzt machen wir mal ernst hier, ne? Na ja Gott, jetzt machen wir wirklich ernst. Bam! Ach, der Mordor Dillo ist übrigens mit Launch Octopus und wie heißt der andere? Sting Chameleon, mein Lieblingsboss. Ja, wobei ich würde sagen, sogar noch vor Launch Octopus. Einfach, ich weiß nicht, ich finde, der hat das unglaublich cooles. Ich meine, er ist ein kleines, nettes Armadillo. Gut, Stalobor ist auch ein Armadillo an sich. Wobei, nee, nicht wirklich ein Armadillo, eher ein... Einfacher Maulwurf. Es ist mir jetzt doch egal, Mann. Damn. Jedenfalls läuft dieser Versuch doch schon wesentlich humaner, so wie der erste hätte laufen sollen. Bam. Denn ihr seht, alles kein Problem für Dr. Mega Man. Hallo, schön, na? Ah, gut, das hätte ich mir denken können. Was? Ah, ja, wahrscheinlich, weil ich auf deinen Rückenpanzer geschossen habe. Das ist ja hochintelligent, was ich hier wieder mache. Manchmal bin ich schon, sollte ich für den Intelligenz, ich sehe gerade, ich mache ihm mit so einem kleinen gelben Bällchen sogar mehr Schaden, als mit dem grünen Schuss. Jetzt, wenn er das mal machen würde, achtet drauf. Aber er scheint irgendwie keinen Bock drauf. Jetzt, Achtung! Na gut, er hat eh nur noch einen Strich. Ich bin so blöd. Na gut. Das war's für Amorted Armadillo. Ich trinke. Gut, dafür, dass ich beim ersten Mal ein bisschen gefailt habe, habe ich beim zweiten Mal dafür No Damage gemacht. Why not? Auf den Boden der Tatsachen geholt. Den guten. Ah, mir fällt noch für jeden Boss ein Witz ein. Keine Sorge. Wobei, mir fällt gerade auf. Ja, hier habe ich, glaube ich, bei ihm fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Na egal. Dem Vogel wollen wir erstmal die Federn rupfen. Ein Boss, der übrigens, ja, wie soll ich sagen,
mega piss einfach ist? Ja, ich glaube, das trifft's ganz gut. Ja, der kommt quasi eigentlich schon nach Chill-Pinguin, wobei die eigentlich überwiegend nicht sonderlich schwer sind. Mega Man X ist nämlich sowieso ein ziemlich leichtes Spiel, wie ich finde. Hab ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Beam mich hoch, Scotty! Thank you! So, da gehe ich nicht rein, weil dann würde ich aus Versehen den Energietank einsammeln. Das heißt, ich gehe einfach drüber, weil ich so ein Schwerenöter bin. Wir gehen auf die Plattform. Oh cool, ich habe den weggeglitscht. Ich habe schon wieder jemanden. Na, wo sind die alle? Da. Nein, nicht so hoch. Nachher kommt er wieder. Das möchte ich doch möglichst vermeiden. Na gut, komm. Kein Problem, kein Ding. Ah, komm her, dich krieg ich noch. Bam. Und dich, wow. Das war schön, würde ich mal sagen. Da unten ist ein Leben drin. Hol ich mir das? Ja, komm. Weil wir eben bei Launchy und, wie hieß er noch, Amor Armadillo jeweils eins verloren haben. So, danke. Das geht doch schnell, das geht schnell. Das ist toll. Die Musik in diesem Level ist übrigens mega super Genialität. Um es mal mit den Worten von Genialität auszudrücken, denn das ist nichts anderes. Lass mich los, Kollege. Lasst mich alle in Ruhe, da oben ist auch ein Leben, glaube ich, noch, ne? Ja. So, jetzt haben wir beide Leben wieder drin, die wir eben verloren haben. Aufgrund von Leichtsinnigkeit. Aber jetzt sind wir auch schon jeden Moment beim Boss. Und zwar genau jetzt, wenn wir jetzt noch dieses Level-Design überstehen. Oh Gott, wir haben es überstanden. So, jetzt müssen wir da oben noch die kleine Knarre wegwarmen und... Soll ich euch meinen kleinen Trick zeigen? Guck mal, was man hier nämlich machen kann. Voll toll. Yay, wir haben quasi jetzt den Bossraum übersprungen. Und gehen direkt auf die Plattform. So, Hallo Storm Eagle, mein Kleiner. Na, was geht? Hier, den schenke ich dir ins Gesicht. Bam. 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 Achtet mal drauf, wie viel Schaden ich ihm mache mit dem kleinen Schuss. Nee, das möchte ich jetzt nicht, dass du das machst. Bam. 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 Eigentlich kann er wirklich gar nichts machen, der Typ. Jetzt kommt er mit dem Scheiß an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Könnten wir jetzt ewig so weiterführen, mein Freund. Das könnten wir jetzt ewig so weiterführen. Na? Na? Na, sag ich doch. Bam. Kollege, ich muss dir was erzählen. Bam. So, gut, oh, wir haben es gerade komplett No Damage geschafft, glaube ich, oder? Stage plus Boss? Noch keine Ahnung. Jedenfalls, no fucking problem. Ich glaube, den haben wir vom Himmel geholt. Der war schlecht, aber das ist mir doch scheißegal. So eine windige Typ hat das nicht verdient, einen guten Spruch zu bringen. Ah, jetzt habe ich doch noch eingebracht, versteht ihr? You got the Storm Tornado. Haben wir uns den beim letzten Mal eigentlich auch angeguckt? Keine Ahnung. Jedenfalls bringen uns die Waffen eh nichts. Da, schöne Waffe, oder? Werdet ihr nie wieder zu Gesicht bekommen in diesem Part. In diesem Part ist gut, in diesem ganzen Let's Play nicht mehr. So, mein Lieber, jetzt bist du an der Reihe, Sparkmandrill. Sparkmandrill ist eigentlich immer meine zweite Wahl, weil der die Schwäche von Chill Pinguin hat, aber nach Schwächen können wir eh nicht gehen, da wir die nicht benutzen dürfen, können, tun. Machen. Wir machen es einfach nicht, weil wir sind viel zu cool dafür. Ach, jetzt haben wir den Strompreis unterbrochen, stimmt. Weil ich den Storm Eagle zuerst gemacht habe. Ich erinnere mich. Na gut. Haben wir das Level uns jetzt ein bisschen unangenehmer gemacht. Ja, ich finde es ja schöner, wenn der Strom noch da ist, weil mich diese Dunkelpassagen, ehrlich gesagt, ein bisschen ankotzen. Im Schnitt ist es natürlich leichter, was die Hindernisse angeht, aber naja. Es ist ein kleines bisschen nervig, muss ich sagen. Naja, guck mal hier. Hey, guck mal hier, ein Gegner. Guck mal da oben, Gegner. Da, Gegner. Oh, ja, ich kenne das Spiel ziemlich gut. Guck mal, Gegner. Oh, guck mal, Gegner. Nee, doch nicht. Okay. Ja, kaum sage ich das, kommt natürlich auch kein Gegner mehr.
So, das Angenehmste, was wir natürlich jetzt gemacht haben, ist, dass wir diesem nächsten Gegner hier, diesem Zwischenboss, den Saft abgedreht haben. Der Typ ist nämlich saunervig, wenn man das nicht tut. Da, dann könnte er nämlich jetzt da Elektrizität feuern. Oh, Kollege. Das spüre... Aua, die Macht meiner Turbofinger. Ja, hör auf zu jumpen, wie ein Flummi. Na, kommt. Der Typ hat doch echt... Ja, du hast keinen Saft, Kollege. Du kannst doch aufhören. Ja, seht ihr. Keine Schnitte. Nur weil ich aus Versehen kurz in ihn reingejumpt bin, ist doch kein Ding. Yay, wir haben es geschafft, weil wir cool sind. So, ja, jetzt wird es hier wieder dunkel. Arsch wie im Bärenstall. Was? Hä? Dunkel wie im Bärenstall? Ja, so ähnlich geht der Spruch. Aber ich möchte den wahren Spruch jetzt hier nicht, nicht zu Wort bringen. Muss nicht sein. Wir schauen noch Kinder zu. Na, ah, genau deswegen, ja. Würde Link jetzt sagen. Aber wir spielen hier nicht Link, wir spielen ja Mega Man. So, wir lassen das Vieh gar nicht erst dazu kommen zu schießen. Ah ja, genau, da oben wäre ein Herzcontainer, der uns natürlich reichlich wenig interessiert. Guck mal, gleich sind wir wieder voll. Das interessiert mich doch schon viel mehr. Hast du Energie für mich? Ja! Meine Hirne, das Spiel ist ja nett zu mir. Na, Turtle Boy. I like Turtles. I really like Turtles. So, guck mal da, ein Gegner. Oh, guck mal, ein Gegner. Ja, da oben kommt gleich ein Gegner. Yay. Oh, schade. Zu hoch. Aber hier kommt noch einer. Und da oben. So. Boss. Und wir sind voll. Nice. Es ist ja voll freundlich hier, das Spiel zu uns. Verstehen Sie? Oh. Zack. Und rein in die gute Hütte. So, den können wir, glaube ich, sogar treffen, weil er nicht sofort... Also, mit dem werden wir jetzt einfach die Taste loslassen, weil er, glaube ich, nicht sofort springt. Hallo, du kleines Funkel-Neon-Licht. Wir wollen doch mal dein Licht ausknipsen. Bam. Ja, der aufgeladene Schuss macht natürlich noch mehr Schaden als der kleine Popelschuss. Aber, naja. Viel kann er nicht. Wow, das ist gerade das erste Mal, dass er das bei mir so viel hintereinander gemacht. Guck mal, bam. Naja, jedenfalls, der war auch relativ null Problem, würde ich jetzt mal so behaupten. Sagte er und trank seinen Wasser. Seinen Wasser. Ja, ich bin very German. I can speak very good German. So I do very nice, very often in my language. So, you got electric spark. Diesen Gegner haben wir gerade wohl schockiert. Ha, mein Timing ist zu schlecht. Ich vergesse es irgendwie, wirst immer meinen schlechten Spruch zu bringen. Da hat er wohl eine schockierende Erkenntnis gehabt. So, Sting Chameleon. Ein Gegner, den ich sehr cool finde. Allerdings fällt mir da jetzt auch gerade so spontan einfach mal gar kein Spruch zu ein. Toll, oder? Na Mann. Was? Achso, dort ist so ein kleiner Typ. Hab ich gar nicht gesehen. Na, sehen Sie mal hier. Kinders, Oh mein Gott! Warte, ich dringe noch zu dir durch, Kollege. Hab ich doch gesagt, dass ich zu dir durchdringe, Kollege. So, da oben könnten wir die Rüstung erhalten und hier unten können wir einen Herzcontainer halten. Allerdings für uns natürlich beides absolut uninteressant und wollte dabei sliden. Ich hab's vergessen und aua, der Typ springt mir auf den Kopf. Ich hab keine Lust, gegen die zu kämpfen, deswegen. Nicht, wenn hier Steine runterfallen. So, mein Gott. Reagiere doch, Taste des Dooms. Taste of Doom. Nee, ich gebe wieder ein Leben gleich. Also nicht hier, aber da oben. Guck mal, ich war so nett sogar, dass ich den einfach hab leben lassen, weil ich keinen Bock auf Gewalt habe. Ich hasse Gewalt, ich bin allergisch gegen Gewalt. Guck, ich hasse Gewalt so sehr, dass ich jetzt den nächsten Gegner voll die Fresse kaputt hau. Bam, hast gesehen? Wie ich daneben geschlagen habe, hast du gesehen? Geil, ne? Cool. Ja, das ist dann der berühmte Vorführeffekt. So. Ich bleib jetzt einfach mal in dem Anzug drin.
Guck mal hier, bam, bam, so sehr verabscheue ich Gewalt. Ja gut, der Witz wird jetzt alt und der funktioniert jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls darf ich herzlich willkommen heißen beim nächsten Bossgegner. Und der ist Stan Chameleon. Applaus, Applaus, liebe Freunde. Applaus, Applaus für Stan Chameleon. So, ja, mir fällt immer noch kein Spruch für den ein. Naja, egal. Wollen wir ihn einfach vernichten. Oh, bei ihm klappt das scheinbar nicht. Und seine Stacheln tun ganz schön weh, merke ich gerade. Na komm. Ah, er macht den Move. Er trifft mich ganz schön oft, muss ich mal gerade sagen. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Komm zu mir. Na komm, nochmal zu mir. Haha. Bam. Ich ihn verarscht hab. Oh, und wie ich reinspringe. Ich bin ja voll die kluge Intelligenzbestie. Na gut, komm. Aua. Der erste Versuch wird nichts. Das sehe ich doch jetzt schon. Das wird sowas von überhaupt nichts werden. Wie er mich verarscht hat. Wie er mich einfach genatzt hat, der Typ. Da. Da. Na. Dieser, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Attacke ausweichen soll. Also sicher ausweichen soll. Ja, und jetzt macht er sie natürlich extra genau deswegen nochmal. Nee, der Versuch wird nix. Dafür habe ich zu sehr versagt. Nee. Wie gesagt, da habe ich keine Ahnung, wie man dem Move ausweicht. Gut, das war ein ziemlich schlechter Versuch von mir. An 1 zu 0 für das Chameleon. Da habt das, Mann. Hallöchen, na? Oh yeah. Übrigens, merkt ihr zu sagen, damals war es aber besser. Ja, das liegt an der Rüstung. Ihr glaubt gar nicht, wie viel der Scheiß ausmacht. Ihr müsst wissen, der halbiert meinen Schaden. Das heißt, ich hätte gerade eben vielleicht mal die Hälfte meiner Energie verloren. Gut, komm runter, Kollege. Manche Bosse sind leichter. Gott, wie ich einfach gerade kurzzeitig nicht gesehen habe. Ja, mich verarscht hat schon wieder. Na, das kannst du gerne noch ein paar Mal so weitermachen, wenn du möchtest. Ah, verarsch mich wieder nicht. Mann, Typ. Oh mein Gott, man kann ihn überhaupt nicht sehen. Wo ist der nur? Jetzt hat er mich wieder verarscht. No, 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 no. Jetzt geht er rüber und das ist nicht cool. Na, mein dritter Schuss geht immer durch. Naja, du kannst eigentlich alles gerne... Ja, du kannst auch die ganze Zeit jetzt gerne von rechts nach links wieder hampeln. Na, sage ich doch. Der Schuss geht immer durch. Und warum ist mein zweiter Versuch immer so viel besser als mein erster? Ja, jetzt kommt ihr wieder mit der Scheiße. Kumpel! Das ist voll nicht der coole Move. Du weißt, dass ich dir... Attacke nicht ausweichen kann. Kollege. Nicht nett. Da hat er mich gerade genatzt mit seiner scheiß Zunge. Na? Wow! Ich hab's geschafft. Ich bin ausgewichen. Geil. Ich bin ja voll der schwere Nöter. Yay. Und jetzt dafür werde ich direkt am Anfang getroffen. Und nochmal getroffen. Na Mensch. So, dankeschön. Ah, Sting Chameleon. Da hast du mir doch echt ein bisschen das Leben schwer gemacht, Kleiner, ne? Ah. Du hast, wir haben quasi jetzt, was haben wir denn gemacht bei dir? Nö, da fällt mir überhaupt nichts ein. Ein Wortwitz mit Stacheln oder so? Nee, keine Ahnung. You got Chameleon Chub. Chameleon Sting, guckt euch das an. Geil, werden wir nie mehr benutzen. Nie mehr ist gut, wir haben sie nie benutzt. Der hat das ja quasi einfach ohne unsere Erlaubnis gemacht, der Schurke. Unser nächster Feind ist Boomer, Boomer, Kuwanga Wanga. Oh, da kommt alles wieder zurück, wie ein Boomerang. Oh, ich verstehe. Boomer, Kuwanga, das ist übrigens ein Käfer. Ich habe früher mal lange überlegt, was ein Kuwanga eigentlich sein soll. Im Stile dessen. Und dieses Level hasse ich nur mal nebenbei wie die Pest. Ja, es ist echt mega ätzend, das Level. Wie viel Leben haben wir eigentlich?
Wir haben zwei. Ja, wir haben ja einiges gefunden. Hi, na? Warm. Na, komm her. Oh, der Arme. Hi, na? Und hi, na? So, okay, das ist gut. Wir haben hier überhaupt keine Chance getroffen zu werden, weil wir zu blitzig schnell sind. Und da kaum sage ich das, werden wir natürlich volle Kanne in den Rücken geballert. Na komm, scheiß doch drauf. Ich verarsche mal einfach, indem wir über dich springen. Aber wow. Da hat er uns doch fast genatzt. Aber auch nur fast. Denn ihr wisst ja, was wir von Leuten halten, die uns verarschen. Richtig, nicht viel. Normalerweise sind das die Endgegner hier. Und die sind dann meistens die, die auch schnell draufgehen und dann ihre Taten bereuen. Dieses Level. Megaman, du solltest gerade nicht sliden. Ich wollte nur nochmal nach rechts gehen. Oh mein Gott, die werden langsamer. Chef, was sollen wir tun? Ich würde sagen, steig einfach ab, Kollege. Achtung, jetzt. Yay. Cool. Ah, und das Beste an diesem Level ist, wenn man es 100% spielen möchte, also wenn man es so machen möchte, wie wir jetzt nicht, dann muss man da noch zweimal reingehen. Toll, ne? Hey Gegner, komm runter. Na fein. Yo mate, nein! Wow! Da hat er mich fast genatzt. Oh Gott, ich wurde fast von einem Gegner genatzt. Und warum juckt mir die Nase die ganze Zeit so? Mann, ich hasse den Sommer. Ich bin Allergiker. Hey. Genau, das ist der einzige Grund. Moment. Warum ich eben verloren habe. Weil, meine Nase juckt. Und so. Na? Ist doch der plausibelste Grund. Wird mir nur jeder zustimmen. Jeder Allergiker unter euch. Ich weiß, dass auch welche von euch darunter leiden. Und sagen, fick dich, Sommer! So, vor allem, wenn er so mega schwül ist wie heute. Gott, ist das widerlich. Und jetzt habe ich schon wieder die Ehre, den Kampf zu bestreiten. Mit gerade mal der halben, noch nicht mal der halben Energieleiste. Ein Drittel der Energieleiste oder ein Viertel vielleicht. Naja, vielleicht ist er ja freundlich zu uns und sagt sich so, komm. Den lassen wir hier winnen. Ich mag den. Der ist voll nett. Also, wir machen jetzt ein Duell. 4 Striche gegen 30 sind es, glaube ich. Ich könnte mal zählen, wenn jemand Bock hat. Ich glaube, es sind 30. Ich muss es wissen. Ich habe so ein Spiel mal gemacht in dem Stil, wo ich das wissen musste. Ja, wenn du das die ganze Zeit weitermachst, dann, dann ja. Na, okay, der scheint nicht wirklich so Bock drauf zu haben, mit uns zu argumentieren. Oh Gott! Nein! Wow! Wie er uns verarschen wollte, der Ekelhafte. Nee, Kollege, finde ich nicht so nett. Naja, alles kommt quasi zu seinem Besitzer wieder zurück, wie es sich gehört. Okay, der ist ganz schön schnell übrigens, seht ihr da? Der ist so schnell, dass er sich quasi beamen kann. Aber ich sehe es gerade schon, irgendwie hat er keine Chance gegen uns. Na, und da wollte ich gerade ein episches Finale machen und was passiert? Ich mache ein episches Finale, richtig. Da wollte ich ein episches Finale machen und was passiert? Ich mache ein episches Finale. Gut, hätten wir denn auch No-Hit geschafft. Zwar nicht mit voller Energie, aber wir wurden nicht getroffen. Wobei ich das sagen muss, eigentlich ist mir schnurzscheißegal, ob wir das hier No-Hit schaffen oder nicht. Ich möchte einfach nur eine epische Challenge machen. Und ich würde sagen, er hat gerade den Butterfly-Effekt erlebt. Oh yeah, wer den versteht, kriegt einen High-Five. So, New God Boomerang Cutter. Mit dem Boomerang Cutter können wir cutten. Und wie ein Boomerang. Guckt euch das an. Geil. Wie ein Boom, Boom, Boom. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, der letzte im Bunde, Flame-Mammut, möchte auch noch seinen Rüssel verbogen kriegen. Und da würde ich doch mal sagen, wir sind freundlich heute und sagen, tun wir ihm den Gefallen. Denn guckt ihn euch an. Das ist die liebe kleine Dickerchen. Ja, das möchte doch einfach auch nur ein bisschen Liebe erfahren. Und von uns
kriegt er sie endlich. Ey, Kollege. So nicht, Mann. Fräulein. Freund Blase, so nicht. Guck mal hier, Energie, die wir nicht brauchen. Geil. Oh, ich dachte, hier ständ ein Minecraft-Mann. Naja, aber selbst wenn. Da unten ist übrigens ein Herzcontainer, wie ihr gerade gesehen habt. Du wagst es mir, eine Spitzhacke in den Rücken zu werfen, du Spastel. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn man mir Spitzhacken in den Rücken wirft. Ich renne einfach weg, wie gerade. Weil ich zu große Angst vor Konflikten habe. Jedenfalls vor Konflikten, wenn ich weiß, dass mein Gegner jemand ist, der mir eine Spitzhacke in den Rücken werfen könnte. Habt ihr so einen Teil mal abgekriegt? Das ist nicht schön. Ihr müsst wissen, das passiert mir täglich. Ah! Yeah! Oh yeah, wir sind wieder voll! Geil! Na? So, und wisst ihr was? Das war's schon. Hä, wir sind am Ende des Levels. Oh yeah! Ich muss sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Wir haben 3 Leben bisher verloren. 1 bei Amort Amadillo, 1 bei Sting Chameleon und 1 bei Launch Octopus. Das heißt, diese Gegner dürfen jetzt offiziell den Titel Sucker tragen. Und mir fällt gerade auf, wir haben bei den 3 Bossen verloren, die ich am besten finde. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die 3 am schwierigsten finde. Der hier ist übrigens auch ziemlich popelig, nur mal so nebenbei. Der kann nicht wirklich viel. Der kann mit seinem Rüssel da toll Öl machen. Komm, wofür lade ich eigentlich auf? Ne? Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Was macht der? Was macht der? Er macht gar nichts. Er steht rum. Er steht rum und wirft mit Öllachen. Und springt ab und zu. Oh, guck mal. Unterm Körper hindurch. Hier. Da, Kollege. Voll auf die Nase geboxt. Und dazu kann ich nur sagen, mein Lieber, wer mit dem Feuer spielt, ne? Ne? Der kann sogar nur eine Feuerattacke und das ist so ein kleiner lächerlicher Puh. Naja, Flamermode, ich würde sagen, der hat sich ein bisschen verkokelt. Wie ein Verkokel quasi. Und ja, schenkt jetzt seinen Flammenwerfer. Unglaublich spektakulär, dieser Gegner. You get Fire Wave. Boah. Nie wieder zu sehen bekommen. Wir tun werden das. Was war das für eine Satzkopfstruktur? Gott, was laber ich? Hallöchen, Zero. Endlich! Wir haben Sigmas Festung gefunden. Lass uns gehen und dem Ganzen ein Ende gegen die Menschen bringen. Moment, was? Achso, gegen ein Ende, den Krieg gegen die Menschen ein Ende bringen. So, nicht den Menschen ein Ende bringen. Das wäre irgendwie ein bisschen gegen unsere Philosophie. So, allerdings, bevor jetzt irgendwas in meiner Aufnahme passiert, mache ich hier mal einen kurzen Cut und wir sind gleich sofort wieder da, den werdet ihr eh nicht merken. So, da sind wir wieder und wollen Sigma verkloppen, beziehungsweise seine ganzen Level erstmal machen. Und das wird ein Spaß. Ich glaube, auch hier wird es jetzt demnächst sein, wo mich meine Challenge einholen wird. Lass uns aufteilen. Ich gehe zuerst und dann kannst du irgendwie was machen, während ich hier die Main-Verteidigung unter Kraft setze oder irgendwie so ein Schmarrn. Will der Kollege uns jedenfalls hier sagen. Oh mein Gott, was soll das? Wie kannst du es wagen? Kann ich mich eigentlich hier hinstellen? Nee, schade. Dadurch kann mich, da muss ich nämlich die ganze Zeit springen und schießen. Aua, mich hat eine seiner schönen Granaten getroffen. Wow, Kollege. Ach doch, ich kann mich doch da hinstellen. Hat doch geklappt. Oh oh. Oh mein Gott. Ja, normalerweise gehe ich hier mit dem Storm Eagle Shit durch, müsst ihr wissen. Allerdings. Oh, cool. Scheint der keinen Bock zu haben. So, ich denke, wir gehen hier mal ausnahmsweise den normalen Weg, den er vorgesehen ist. Ich glaube, beim Let's Play habe ich euch den Weg außerhalb der Festung gezeigt. Das heißt, den wollen wir jetzt mal ausnahmsweise nicht gehen. Und ich habe diese Stelle hier immer früher extrem als kompliziert empfunden, obwohl sie eigentlich total leicht ist. Wow, Lag im PC. Don't do this to me. Ah, ich wusste, dass du nach unten schießt, Kollege. Du bist zu leicht zu durchschauen. Genau wie alle anderen eurer Sorte. Danke. Oh, meine Finger. Nein, meine Finger rauchen noch nicht ab. Meinen Fingern geht es noch extrem gut, muss ich sagen. Ich bin das ja gewohnt, ne? So. Und es kommen noch ein paar Gegner, die ich befürchte.
Bleib zurück, X. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Ich weiß eh, wie das ausgeht, Kollege. Das ist nicht gut. Bleib hier, Mann! Siehst du, ich wollte ihn quasi noch in den Rücken schießen, um ihm zu sagen, dass er stehen bleiben soll. Aber er will ja nicht hören. Und stattdessen kriegen wir jetzt was zu hören. Ja, ganz toll gemacht. Na, was da wohl gerade passiert ist? Zero, du Held. Hast du es geschafft? Na Mensch, natürlich nicht. Wen wundert das? X, tu, was ich dir gesagt habe, oder er ist Geschichte. Tu, was ich dir sage, oder er ist Geschichte. Hör ihm nicht zu, X! Blast him, kill ihn, bring ihn um. Träum weiter, Zero. X weiß, dass er mich nicht besiegen kann. Meine Panzerung... ja, ist zu hart für deine antiken Waffen oder so. Und da hat er recht, wie ihr seht, sind wir nach wie vor... keine Herausforderung. Ja, stattdessen haben wir jetzt quasi doppelt einen aufs Maul bekommen. Mein Gott, immer sind wir diejenigen, die er leiden. Oh, 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 und er lacht. Aber wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Vielleicht. Aber nicht jetzt. Oder ich bin noch nicht fertig mit dir. Irgendwie sowas. Oh mein Gott, tu's nicht, Zero! Nein! Zero. Wer es gerade gesehen hat, er ist weggeflogen. Allerdings hat er seine Rüstung kaputt gemacht. Das ist ein sehr netter Schachzug gewesen. Was für ein wertloses Irgendwas. Ich kann nicht so einfach besiegt werden. Also X, nur noch du und ich. Und ich bin auf einmal Mega Man. Bam, im wahrsten Sinne, denn ich habe wieder volle Energie, Kollege. Was machst du jetzt, hä? Was zum? Wo kommt die Energie von? Ist mir ziemlich scheißegal, wie viel Energie du hier absorbiert hast, X. Du bist immer noch viel zu schwach. Bereite dich darauf vor, terminiert zu werden. Nee, ehrlich gesagt habe ich da heute keinen Bock drauf. Ja. Na, Kollege, was geht? Oh, aua. Und ihr seht schon, die Bosse jetzt ziehen ein bisschen mehr ab mit ihrem Scheiß. Lustigerweise die Bosse immer am meisten Schaden machen mit ihrem Körper. Ja, allerdings ist Wild schnell Geschichte. Und ich bin echt gespannt, wie weit wir das doch schaffen, ohne alles. Spätestens, allerspätestens beim letzten Boss wird das nichts mehr. Und Zero hat keine Beine mehr. Du bist stärker, als du vorher warst. Ja, Sigma. Aber er ist wesentlich mehr, als er zu sein scheint, glaube ich jedenfalls. Du brauchst... Gott, ich kann so schlecht. Du brauchst eine Ecke? Edge? Keine Ahnung. Nimm eine Armkanone, um deine Angriffskraft zu erhöhen. Viel Glück, X. Zero hat dieses große Opfer gebracht, sich selbst zu opfern. Und jetzt haben wir das zweite Upgrade bekommen, nämlich unsere neue Armkanone, mit der wir richtig mächtig Eindruck schinden können und vor allem richtig mächtig Schaden machen. Und jetzt... Ha! Das funktioniert, ich weiß es! Ha, cool, nicht wahr? So, hier gehe ich normalerweise mit dem Chameleon Shot hoch. Allerdings habe ich gerade so ein kleines Gefühl, dass ich gleich sterbe. Ich hätte irgendwie gerne mal Lebensenergie. Kollege, komm. Das ist doch nett. Ich weiß nicht, ob ich schon nicht habe. Wahrscheinlich habe ich eben Zwischenspeicher erreicht. Na! Oh, gib her! Okay, jetzt kann ich wieder unvorsichtig rushen, wie ich möchte. Ja. So, gut. Ich habe jetzt hier auch... Es ist ja auch nicht meine Intention gewesen, hier irgendwie auf No... Hallöchen! Auf No-Hit oder so zu spielen. Ich möchte einfach nur... Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Cool. Habe ich das gut gemacht oder gut gemacht? Nee. Jetzt wahrscheinlich wieder... Nee, ist er nicht. Cool, er bleibt wenigstens tot. Das ist ja schon mal... eine Sache. Nee. Kollege. Wirst du wohl. Danke. Also irgendwie... Gott.
Gott. Ja, ich bin gerade ein bisschen, wow. Vor allem, wenn X slidet, wenn das nicht soll. Yeah, ich habe wieder Energie. Yeah, ich habe wieder Energie verloren. Okay, Moment. So, einfach kurz warten. Den Schuss aufladen. Ja, kommt auch am besten 5 Stück von euch auf einmal. Wie wäre denn damit? Okay, Moment. Ich lade erstmal hier meinen schönen pinken Schuss auf. Einfach, weil er pink ist. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Ja, ich frag nicht. Ich find's nett. Danke. Oh Gott, scheiß doch. Der Hund drauf. So. Weil jetzt kommt sowieso wieder unser netter Kollege. Und wisst ihr, wer das ist? Na? Hey, den hatten wir doch eben erst. Oh mein Gott, das ist der Boomerang-Kubanga. Was fällt ihm ein? Drrrm. Yeah. Schaden. Wir machen ihm Schaden. Na gut, er hat jetzt eine Chance, sich zu beweisen. Allerdings haben wir jetzt sogar noch ein bisschen mehr Energie als eben. Aber, ja. Seine Taktik ist natürlich immer noch die gleiche. Was uns eigentlich so viel sagen sollte, wie, dass er nicht wirklich Chancen haben wird. Allerdings möchte ich ihn jetzt hier gerne schnell down kriegen. Das heißt, ich spiele gerade, wie ihr seht, ein bisschen risikolastiger. Wow, das Ding fliegt ganz schön weit. Aua! Okay, komm. Hören wir auf, hier mit dem zu spielen. Was? Aber du spielst doch gerade ein Videospiel. Wieso sollst du denn aufhören zu spielen? Mann, das sagt man so. Wenn man den Gegner nicht ernst nimmt. Was ich gerade nicht tue. So, okay. Nein! Wieso haben die Endgegner eigentlich in diesem Spiel ja grundsätzlich irgendwie die Eigenschaft, wenn ich sie treffe, mit dem Rücken in mich reinzufliegen? Ja, toll. Von hier wieder. Na Mensch, dankeschön. Dankeschön, lieber Savepoint, dass du so großzügig verteilt bist. Ne? Daumen hoch und so. Ja, klasse. Klasse! Oh Mann, jetzt hier schon wieder mich so hochkrampfen. Nö. Oh. Ah, würde Link jetzt sagen. Oh mein Gott, nerv die Stelle! Nein! Gut. Ich wollte unbedingt das Leben haben. So, hätten wir den gekillt. Und den da oben müssen wir jetzt auch noch killen. So. Wow, und da wäre ich fast in den Typen rein. In den Typen reingefallen. Und da war ein Leben. Habt ihr das gesehen? Ein Leben. So. Wir ballern jetzt einfach mal wieder in der Hoffnung. Ach, der wird schon reinspringen, der Kuwanga-Wanga. Kanada-Wanga, Bumabawanga. Bam. Ja, wird er. Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen Leben. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen spielen. Oh. Aber irgendwie hat er, glaube ich, keinen Bock auf Spiele. Nö. Hm. Allerdings, ja gut, er ist nicht wirklich ein Problem. Wie eh und je. Na? Nee. Ach komm. Warum haben wir ihn nicht am Anfang direkt so gemacht? Das geht viel schneller und ist viel angenehmer. Sagte er und wurde getroffen. So, dankeschön. Ich wollte dem Ganzen ein möglichst unepisches Ende geben, indem ich einfach mit einem ganz normalen Bällchenschuss ihm quasi das Bewusstsein wegschieße. So, wir haben trotzdem noch ein Leben und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beschissen, denn wenn ich bedenke, wer der nächste Boss ist, könnten wir, ja, ruhig noch ein bisschen Energie gebrauchen vor allem und noch ein bisschen Leben gebrauchen, weil ich nicht weiß, ob ich den auf Anhieb schaffe. Oder, ja, jetzt werde ich natürlich hier mit Energie zu... Hallo, hört ihr auf, mir Energie zu geben? Das regt mich auf, wenn ich Energie kriege, aber keine brauche. Ah! Wie sie mich trollen! Könnt ihr bitte mal dem Netools hier einen kleinen Trollface aufsetzen? So, gut. Okay. So, jetzt. So, habe ich schon so gesagt? Ja, okay. Hey, oh, so, ich wiederhole mich überhaupt nicht. Yay, ich bin total der tiefgründige Mensch. So, jetzt kommt der Bossgegner. 2 Versuche nur für den. Oh, das ohne Rüstung. Oh, warum?
Warum tue ich mir das eigentlich an, hä? Da. Gut! Ja, jetzt zieht mir ungefähr die Hälfte ab. Okay, aber wir können ihn so... Wow, war das ein guter Versuch, Leute? War das ein guter Versuch? Okay, komm. Das zählt nicht. Es zählt... Ne? Das zählt nicht. Da-da-dam. Wow, das ist ohne Rüstung so viel schwerer als... Also das ist ja eigentlich die gleiche Challenge, nur ohne Rüstung halt, ne? Also so viel schwerer. Ne, und ohne Energietanks. Moment, da war noch was, stimmt. Na. Okay, da. Ja, okay. So kann das von mir aus laufen. Gut. Ja, Der verarscht mich. Na Gott, ich weiß nicht, ob ich das packe. Da. Ich fand's nicht hier. Ich mach ihm nicht viel Schaden. Ich muss immer so versuchen, das ist ein bisschen das Dumme daran, dass ich ihn quasi mit dem blauen Schuss treffe. Weil der macht am meisten Schaden, weil der lilane macht irgendwie nur einen. Ja, sehr gut, sehr beschissen. Leute, wir sehen uns, wenn ich wieder bei dem Boss bin. So, da sind wir wieder. Hallo, da sind wir wieder. Nein, der bin ich nicht. Jedenfalls wollen wir doch mal versuchen, ob wir den Boss jetzt besiegen. Ich hoffe es, denn, ja. Und wow, ich hätte, weißt du, wenn ein Spiel zu leicht wird, dann müsst ihr es euch halt selbst schwerer machen. Das ist einfach ganz einfache Devise. Da, okay, bleibt da hinten. So, ohne Energietanks und ohne Rüstung. Bevor ihr meckert, ich weiß, dass Mega Man X kein schweres Spiel ist, aber probiert das mal genauso in dem Modus, okay? Dann könnt ihr meckern. So, ja, das macht doch einiges ordentlich Schaden. Gut. So, und wer... Das sieht jetzt schon wieder gut aus. Nicht hier. Ja. Da hinten. Oh, Leute, das sieht gut aus. Da, nicht hier, okay. Das sieht verdammt gut aus gerade. Ich weiß, ich wiederhole mich. Darf ich übrigens sagen, dass es gut aussieht? Na gut, nicht hier. Wenn wir das jetzt No-Hit schaffen, raste ich aus. Ich hoffe, er trifft mich noch einmal. Danke. Aber das reicht jetzt. Bitte nicht nochmal treffen. What? Oh Mann, ich kann das so schlecht kalkulieren, wo der landen wird, der Typ. Zwei Treffer übrigens reichen, um mich zu töten. Also könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie der letzte Endboss drauf sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mich one-hitten wird. Jo, gut. Yay, geil, das war ja schon mal ein schöner Start. Kannst du bitte aufhören, einen kleinen Kojoten da zu werfen? Ah, drei Striche mache ich denn damit Schaden. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich so 10-mal treffen. Wenn das wirklich 30 Striche sind. Ich meine, aber es wären 30 Striche. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie zu dumm bin, wirklich zu realisieren, wo er landen wird. Ja, irgendwo hier in dem Bereich. Ja, man kann ihn leider auch nicht mehr als einmal treffen, glaube ich. Na. Oh! Gott Sakramente, Dude! Da. I don't get it. Dieser Boss geht mir auf den Sack. Darf ich das mal erwähnen? Oh meine Fresse, was habe ich mir mit dieser Challenge angetan? Nur weil ich es sonst zu leicht habe, oder was? Ah! God damn! Du-du-du-dim-dim-dim. Na. Nach rechts. Ja, seht ihr, das meine ich. Der Lilan ist doof, weil da meistens immer noch so ein kleiner Popelschuss mitkommt. Und ich kann es gleich vergessen. Ja, ich reg mich gerade nicht auf oder so. Was tue ich? Und warum tue ich das? Ja, toll. Leute, ich mache einen Cut. Wir sehen uns, wenn ich wieder beim Boss bin. Yeah!
cool, oder? Oh mein Gott. Oh Leute, was ein Krampf. Dieser Boss ist einfach nur ein Krampf ohne alles. Na, da hinten. Ja, und wieder. Das Problem ist, wie ich schon gesagt habe, bei diesem lilanen Schuss kommt, immer noch ein kleiner fickender Bumpf-Scheißschuss mit. Mann! Oh ja, kommt. Ich habe irgendwie keinen Bock, das Level immer wieder zu machen, muss ich mal ehrlich sagen. Zack. So, wow, ich habe ihn kaum was abgezogen und er muss mich noch einmal berühren und ich bin tot. Ich werde nie wieder sagen, ich wünsche mir, dass er mich noch einmal trifft. Ja, wusste ich, dass er mich da trifft. Oh Gott, ey, ist er überhaupt schaffbar? Was habe ich da gemacht? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich meine Challenge erst beim letzten Boss brechen muss, aber scheinbar muss ich die jetzt schon brechen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich den schaffen will. Ich meine, das ist jetzt mal ein 8. Versuch, glaube ich. Und ich kann es einfach nicht berechnen. Komm, nee, das hat keinen Sinn. Töte mich, töte mich. Tötest du mich bitte? Hier, erwisch mich. Erwisch mich doch. Oh. Warum? Ich möchte mich nicht aufregen tun müssen. Auf ein neues. Das müsste der 9. Versuch. Nee, warte. Wir hatten am Anfang mit 2 Leben angefangen. Doch, dann ist das... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall viel zu viele. Na. Auf jeden Fall nicht hier hinten. Da. Seht ihr? Ein Strich. Weil so ein scheiß kleines Bällchen mitfliegt. Nach rechts. So, am liebsten treffe ich mit der blauen. Den macht nämlich... Da. Ja, war klar. Ich hab's gerade noch gesehen. Aber ich habe kein Auge dafür. Und da treffe ich ihn noch nicht mal. Ah! Alex! Okay. Einfach so weitermachen. Ja, einfach so weitermachen. Ist bei dem Boss irgendwie ein bisschen lustig formuliert. Ha, da hinten. Okay, ich muss einfach nur schnell denken. Okay, nicht hier auf jeden Fall. Okay. Da. Na, toll. Er wird wieder zu schnell, er rastet schon wieder aus. Da, nicht hier. Ja, vielleicht. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Da, nee, zu schnell. Ja, da, so schnell konnte ich nicht berechnen. Das ist quasi wie dieses komische Spiel. Ja, Leute, guck mal, wer wieder da ist. Zum 3. oder nee, das ist der 4. Mal, ne? Alter Vater, dieser Boss, ne? So ein knüppelhartes Teil. Unglaublich. Unglaublich. Jo, geil. Geil. So, am liebsten so, dass ich mit dem blauen Schuss treffe. Ab wann muss ich denn da aufladen? Nein, auf jeden Fall kommt er nicht hier. Mit dem blauen Schuss treffen, immer... Außer er macht wieder die Scheiße. Wow, wie auch immer ich das gemacht habe, sah verdammt cool aus. Da hinten. Okay, wenn er da oben ist... Dann bin ich hier. Doch, natürlich hier. Was laber ich für eine Scheiße? Wieso kann ich das nicht berechnen? Ha. Ja, gut. Na. Hier müsste der 2. Reihe landen, jo. Ich bin zu doof dafür. Okay, immerhin kriege ich ihn schon mal wesentlich weiter runter als sonst. Da. Na, nicht hier. Gut. Komm schon, das kriegen wir hin. Na, nicht da. Gott, fucking Spider. What a boss. Ich habe aufgehört zu zählen. Wie oft sind wir jetzt bei dem hier schon gestorben? 2 verkackte Treffer und man ist down. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Na, und nicht hier. Natürlich hier. Warum kann ich mir das nicht merken? Bring mich um. Ja, komm, bring mich um. Danke. Was ist daran so schwer? Habe ich irgendwie... Ich krieg das in meinem Kopf irgendwie nicht richtig sortiert. Diese scheiß komischen... ja, wie soll ich sie nennen? Spinnennetze, nenne ich es mal.
Hallo Spider-Man, na, was geht? Gott, ich hätte nie gedacht, dass das ohne Energietanks und Rüstung so schwer wird. Da, also nicht hier. Du, ey, ich kann das, ich krieg das nicht hin. Mein Kopf kann das irgendwie nicht richtig sortieren. Ich spiele nochmal bis hierhin. Warum muss man auch ein Sadist sein und sich selbst eigentlich jedes Mal wieder sagen, oh. Der mag schwere Challenges. Raffelkopter. Und warum kotzt du mir jetzt direkt deine scheiß Kackkinder ins Gesicht, hä? So. Oh. Na gut, dann kann er schon mal nicht hier hinkommen. Da denkt sich das Spiel jetzt, komm, wir machen es jetzt so einfach. Okay, da, nicht hier. Doch hier, natürlich da, wo sonst? Oh Gott, Leute, ich bin zu blöd dafür. Da, nicht hier. Gut, hey. Na, da, hier. Gut. Rechts, nach ganz rechts, damit der Rund auf jeden Fall trifft. Oh, ich bin so ein hoffnungsloser Fall, Leute. Ich bin so ein hoffnungsloser Fall. Ich krieg das nicht mehr auf die Kette. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette. So, nochmal, auf ein 5000-faches. Nein. Da, hinten. Bam. Gut. Da. Nicht hier. Ja, scheiße, jetzt ist der Strahl noch lila geworden. Na, gut. Auf jeden Fall nicht hier. So, immer schön, dass er noch blau bleibt. Eins, da. Nein, Moment. Wow, ich habe ausnahmsweise mal gelernt. Ich bin ja klug. Da, nicht hier auf jeden Fall. Geil, und da treffe ich nicht. Da auf jeden Fall nicht hier hinten. Oh Gott, Leute. Ey, kannst du mal damit aufhören, deine scheiß Babys immer zu werfen? Jetzt verliere ich nicht wegen ihm, sondern wegen seinen kleinen Kindern. Muss er mich nämlich nur noch einmal treffen. Gut, hier nicht. Oh. Okay. Jetzt wird er wieder mega schnell, weil er... Kannst du mal damit aufhören? Jetzt mal ernsthaft, das nervt. Hier, da. Nicht hier. Gut. Da, nicht hier. Oh mein Gott, Leute. Oh. War klar, dass ich jetzt auf die Fresse kriege, aber ehrlich gesagt, irgendwie jetzt, wo ich so nah dran war, ihn zu besiegen, übertreibt er natürlich völlig mit seinen scheiß kleinen Drecksbaby-Spinnen. Oh, zwei Treffer und es ist down, ey. Ich könnte so kotzen. Ich krieg's nicht hin, ey. Ich krieg's nicht hin. Na, hier. Cool. Da, nicht hier. Da. Entschuldigung übrigens, dass ich so mega eintönig nur kommentiere, aber es geht irgendwie nicht anders bei diesem Boss. Ich muss nämlich mich hier echt mega hart konzentrieren. Boah! Ja, toll! Jetzt konnte ich mich nicht konzentrieren, weil diese scheiß kleinen Drecksspinnen hier mich abgenervt haben. Oh, Leute. Dieses Drecksvieh. Oh, hörst du mal damit auf, Mann! Ich reg mich nicht auf. Wieso sollte ich mich aufregen? Ist ja nicht so, als würde mir das irgendwie gerade voll auf den Sack gehen, ne? So, ich schon mal, du regst dich auf. Da, nee. Passt ja, dass ich mich aufrege. So in den ganzen früheren alten Zeiten, wo ich das noch wesentlich häufiger getan habe. Da, hier vorne rechts. Man muss dieses Spiel auch so schaffen können. Komm schon. Da. Auf jeden Fall nicht hier hinten. Ja. Da, auf jeden Fall nicht hier. Das war aber ganz schön knapp schon wieder. Da, auf jeden Fall nicht hier. Und das war ganz schön knapp, hier zu treffen. Na, auf jeden Fall nicht hier. Gut, da, das wird wahrscheinlich hier sein. Ja, wow, ich bin ja beeindruckt. Na, okay, da hinten rechts. Okay, da, nicht hier.
Oh mein Gott, Leute, was geht gerade ab? Ich bin fast schockiert. Nicht hier. Oh mein Gott! Wo bleiben meine seine kleinen scheiß Spinnen-Homies? Oh, das ist auch einfach. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nicht hier. Nicht hier! Nein! Okay. Oh Gott, das sieht so kompliziert aus. Ah! Ich hab ihn geschafft! Damage los, Mann! No damage habe ich ihn gepackt. So eine Scheiße. Meine Herren. Was ne Aktion. Yay, das war der erste von 3 Megabossen. Geile Scheiße. Ich hole mich mal kurz, Leute. Bis gleich. So, lololololol. Nach dieser kleinen Spinne wollen wir nochmal uns ins nächste Gebiet wagen. Oh Mann, ey, das war eine Aktion. Wie viel Leben haben wir jetzt eigentlich noch? Aber wir haben ja... Ja, stimmt, das war der erste Versuch, ne? Jo. Und jetzt werde ich hier mit Energie zugebrezelt, was uns auch nur so viel sagen soll wie... Guck mal da, das hättest du eben alles brauchen können. In dem Kampf am besten. Aber nein, kriegst du nicht, weil du keinen Energietank hast. Genau. Ey, ich dachte, du stirbst vorher. Jetzt könnt ihr mir Energie geben. Und was macht ihr jetzt natürlich? Richtig. Mir keine Energie geben. Gib mal Energie, Mann! Ach komm, scheiß drauf. Das ist nur der dumme Pinguin, der kann eh nix. Da-da-dam-dam. Oh mein Gott, es ist Chill-Pinguin. Hilfe, rette sich, wer kann. Na, gut, ich wollte schon sagen. Ja, der Kleine hat dazu gelernt. Was macht er denn jetzt? Wir könnten ihn lustig mit Feuer grillen, aber naja. Wozu? Wir dürfen ja nicht mal. Es ist wirklich so unglaublich, wie schwach dieser Boss eigentlich ist. Sowieso, die zweite Welt hier ist eigentlich ganz angenehm, weil diese vereint die zwei schwächsten Bosse in einem. Yep. Chill Pinguin. Und, na, wen habe ich halt eben noch mega schwach genannt, als wir gegen ihn gekämpft haben? Richtig, Amor damit alone. Nein, den natürlich nicht. Ihr dürft jetzt fröhlich raten und wer es errät, der kriegt einen Keks. Aber nicht von mir, sondern von Jan. Mal wieder. Ich habe sowieso immer die gleichen Keksspender. Sind entweder Jan oder Dragonius. Also Markus. So, jedenfalls, der Pinguin beißt ins Gras. Ich kann irgendwie nicht mehr mittlerweile diesen Satz sagen, ohne was Komisches zu denken. Also beißt ins Gras. Ich denke immer automatisch an meinem Versprecher damals, greist ins Bars, falls euch daran noch erinnert. Ja, nochmal. Ja, komm, einen kriege ich aber noch, oder? Bam, bam! Ich finde dieses Geräusch so krass, wenn er zuschlägt. Das klingt sehr brutal. Ich mag die Musik in dem Spiel sehr. Generell, Mega Man hat immer eine geile Musik. Vor allem die Mega Man X-Teile. So, und da ist er. Storm Eagle natürlich. Wer sonst? Was habt ihr denn gedacht, wer der Schwächste ist? Na, Schildpinguin. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, die beiden nehmen sich nicht wirklich viel, muss ich sagen. Nee, gut. Der darf mich nicht treffen. No hit. No hit. Okay, na, wie man sieht, er verharrt weiterhin auf seinen mega genialen Techniken, uns irgendwie Schaden machen zu wollen. Und schafft dabei überhaupt gar nichts. Easy Champ, Mann, so ein Easy Champ. Cool. Storm Eagle wäre auch weggefegt, bleiben nur noch 5 unserer alten 8 Widersacher. Die werden wir allerdings nicht mehr in diesem Level sehen. Die sparen sie sich allesamt fürs nächste auf. Ja, danke, dass er mich nochmal getroffen hat. Ich würde eigentlich ganz gerne mich nochmal aufladen, weil ich weiß es jetzt wieder... Weil, was heißt das? Ah! Na, das ist ja nett, Mann. Die Fledermäuse sind ja... Ich habe immer gewusst, dass sie meine besten Freunde sind. So, ich hoffe, der nächste Boss, der jetzt kommt, ist da doch etwas angenehmer als die Spinne. Die ging mir nämlich ein bisschen auf den Zünder, wie ihr vielleicht unschwer erkennen konntet. Ich glaube, ich habe mich eine Viertelstunde nur daran versucht. So, wollen wir nur mal hoffen, dass der mir nicht 3 Milliarden Schaden macht mit jeder Berührung. Oh Gott, mache ich viel Schaden ihm vor allem.
Na, gut. Kein Problem. Ja, der ist wirklich easy. Ein easy Champ, hat Dragonius mal gesagt. Okay. Ja, ich möchte gerne das eine Auge weg haben, weil wenn das eine Auge weg ist, kann ich auf die rechte Seite gehen und von da aus weiterballern. Nein! Aber warte, er braucht auf jeden Fall schon mal 3 Schläge für mich. Das ist doch schon mal nett. Oh Gott. Ja, danke. Okay, cool. Na, ob das so cool ist. Uah, mit seiner komischen Nase. Wie kann seine Nase überhaupt schießen? Immer davon abgesehen, ne? Du machst übrigens eine Attacke wie Sting Chameleon, merke ich gerade. Mein Freund. Und irgendwie hat er keinen Bock mehr, sich einzufahren, wollte ich gerade sagen. Jo, aber das ist ein sehr leichter Boss, wie man sieht. Nö, du gehst nicht mehr auseinander, mein Freund. Und tschüss. Yay, wir fallen in die Stacheln, die keine mehr sind. Jupp, das war keine Herausforderung. Die einzige wirkliche Herausforderung bisher war tatsächlich eigentlich die Spinne. Wobei ich die ganz vergessen habe. Ich habe sie wahrscheinlich schon verdrängt, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Dafür, dass ich ohne Rüstung und ohne Energietanks und den ganzen Scheiß spiele, stelle ich mich verdammt gut an. Mach das mal nach, Kollegen. So, dann können wir ja direkt nochmal in die nächste Stage gehen. Denn jetzt haben wir mit einer epischen Musik... Die hat mich irgendwie früher am Mission Impossible erinnert. Naja, whatever. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Chance, nochmal richtig auf die Kacke zu hauen. Denn jetzt begegnen wir allen unseren Albträumen wieder. Und der erste Albtraum trägt den Namen Amoret Armadillo. So, da ist er ja schon direkt. Und, ja, verhasst wie eh und je. Bam! Na gut, das schaffen wir tatsächlich. So, dann machen wir lieber mit dem Schaden, weil wir haben ja gemerkt, das macht ihm mehr. Der einzige, die Attacke, die mehr Schaden machen würde, ist der blaue. Hör auf zu rollen, Kollege! Wow, das war ganz schön lang jetzt. Na, ich wollte kurz sagen, willst du dich etwa nicht mehr in deinen Schutzschild verziehen? Manchmal ist es irgendwie ganz komisch. Ich glaube, er fühlt sich da so leicht verarscht. Deswegen denkt er, ich täusche ihn an. Aber er merkt ja nicht, dass ich ihn wirklich verarsche, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar verarsche ich ihn damit, indem er denkt, er würde mich verarschen. Zack. Oh yeah. Na, das ist gut. Das gefällt mir. Ich glaube, den schaffen wir auf Anhieb. Nicht so wie beim letzten Mal. Ich hätte jetzt gern den Elektroschuss. Habe ich zwar, aber ich meine so, dass ich ihn auch benutze. Denn dann können wir ihm auch Schaden machen, wenn er rumrollt, weil dann ist nämlich sein Panzer weg. Und jetzt voll auf die Fresse. Bam! Ha, ich wusste es doch. Bevor er sich einrollt, ja, man kann ihn noch so kurzzeitig treffen, das werdet ihr sicherlich schon bemerkt haben. Die aufmerksamen Spatzen unter euch haben es sicherlich bemerkt. Na, sehr gut. Und die Fackel noch gar nicht lange, denn hier kommt auch schon direkt der nächste Boss. Und der müsste meines Erachtens direkt mal Arschloch Nummer 2 sein. Ja, das war der zweite, der uns gekillt hat. Stink Chameleon kehrt zurück. Ja, aber bitte hoffentlich diesmal ohne Kill. Wow, das macht... Ich weiß nicht, was ich von diesem... Das einzige Positive an den lilanen Ding ist, dass man die Sekundärwaffen aufladen kann. Sonst ist der eigentlich... Naja, ne? Wow, ich bin schon wieder ausgewichen. Was ist denn los hier? Ja, toll. Und die Attacke, die am meisten Schaden macht, trifft natürlich nicht. Ah, ich habe ihn aber ausnahmsweise mal mit dem dritten Schuss getroffen. Allerdings hat der erste natürlich jetzt verfehlt. Wow, Kollege, macht nicht so viel Schaden. Okay. Ich bin beeindruckt. Ich bin schon wieder ausgewichen.
Ja, ich schieße den Schuss immer weg, weil ich mit dem Blauen treffen möchte. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ich bin ja ein sagenhafter Held, möchte ich mal meinen. Muss mich da aber selber loben. Was zur Hölle? Na komm. Na komm. Hör auf, mal über meinen Schuss drüber zu springen, Kollege. Ja, jetzt wurde ich dreimal getroffen. Naja, egal. Na? Verarsch mich nicht, kleines Chamäleon. Das Gute ist, da wir nach jedem Kampf hier Heilung kriegen und wir nur so wenig Energie haben, ist so ziemlich jeder Checkpoint ein Full Heal. Hier und verarscht. Seiner kleinen Scheißzunge. Typus. Typus-Virus, so nicht. Oh Gott. Komm schon. Jetzt nicht mehr sterben. Ne, jetzt sterben wir nicht mehr. Denn da oben ist er tot. Mein Gott. Das ist so die Devise. Wenn einem an einem Spiel generell zu einfach ist, wie für mich Mega Man X, dann macht man es sich einfach unglaublich schwer. Hey, das ist doch auch eine Methode. Ah. Cool, ich komme nicht an die Heilung dran. Weil ich nicht darf. Yay, und stattdessen kriege ich nochmal Schaden. Ah, cool. Geht das nochmal? Das wäre nett. Ja, komm, das reicht mir. Das müsste nämlich jetzt der nette kleine Funkenaffe sein. Ja, da ist er schon. Den haben wir beim letzten Mal ja ziemlich easy geschafft. Und deswegen wollen wir doch unsere Easy-Sieg-Serie mal fortsetzen. Bam. 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 Nein, nicht so treffen. Ja, gut, komm. Er ist nur ein kleines Kletteräffchen. Allerdings kann er diesen Schlag, die einzige Attacke von ihm, die mir Sorgen macht, weil wenn er diesen Spark-Schuss macht, also das auf den Boden schlagen und dann angerannt kommt, trifft er ziemlich sicher mit einem von beiden. So, gut. Hätten wir dieses Spektakel auch noch erledigt und als nächstes müsste dann auch Arschloch Nummer 3 kommen. Quasi mein Liebling. Und diesmal bitte mit Energien, die ich auch rankomme, ohne dass ich eine Sekundärwaffe brauche. Ja, ist sogar so. Ich erinnere mich gerade. Ganz spontan kam eine Eingebung. Und schade, dass ihr keinen bringt. Das könnte mich nämlich hier nochmal ein bisschen aufladen, weil das wird mich, na, nicht mal ansatzweise voll heilen. Nicht mal im Ansatz. So. Jetzt kommt natürlich der Flammenmammut, weil wir gerade unter Wasser sind. Halte da, wo Flammenmammuts sich am wohlsten fühlen. Nein, jetzt kommt wieder der Mister, der mir sagen will, du da, nach da unten. Aber vielleicht, oh, schaffen wir ihn ja. Auch mit der Energie, die wir haben. Wäre jedenfalls etwas, was ich sehr begrüßen würde. Ey. Nein. Oh, cool. Wir sind ausgewichen. Wie auch immer wir das gemacht haben. Wow, ich muss ja gerade sagen, was ich hier gerade für Ausweichaktionen hinlege. Ich bin beeindruckt von mir, sagte er und wurde getroffen. Wow, scheiße, das war so knapp, das war so knapp. Launch Octopus. Naja, gut. Das war zu erwarten. Ich hatte nicht volle Energie und da hat er uns das zweite Mal genatzt, der ekelhafte. Die ekelhafte Potsau. Naja, egal. Es sind nur noch zwei. Nur noch der kleine Oktopus und der kleine Flammenmammut. Und die wollen wir doch mal beide zum Spielen holen. Lololo. Allerdings kommt danach noch der Szenario-Boss. So möchte ich ihn mal nennen. Und das macht's nicht unbedingt besser. Denn der könnte, glaube ich, auch relativ fies werden, wenn ich nicht aufpasse. Wobei dieses Argument eigentlich ziemlich schwach ist, weil alle Bosse ziemlich fies werden, wenn ich nicht aufpasse. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich ihn auch mit dem blauen Schuss bitte treffe. Bin beeindruckt schon wieder. Habt ihr das gesehen? Mein Gott, ey, das müsste man einen Slow-Motion-Film von drehen. Wow! Der Kampf gegen Launch Octopus macht allerdings ziemlich viel Spaß, muss ich mal nebenbei anmerken. Wow! Ja, und
er trifft mich. Nein, er trifft mich nicht. Haha. Das ist gut, das ist so wunderschön. Das ist gut, das ist so wunderschön. Oh Gott. Jawohl. Ach Gott, mein, das ist ein Ausweichspektakel, wie es im Bilderbuch steht. Bam, stirb, du Oktopus. Gut. Ja, hätten wir gerade eben geschafft, auch mit Energie, die wir hatten. Ich habe immer nur Pech, das ist nicht nett, nicht nett. Ich habe immer nur Pech, das ist nicht nett. Damn. So, wir müssen unten lang gehen. Oben lang könnten wir zwar was gewinnen quasi, aber nicht für uns mal wieder, weil wir die Waffen nicht benutzen dürfen. Oh Gott, ihr könnt trotzdem was gewinnen. Das war ganz viel Lebensenergie. Du scheiß Ding, hast mir jetzt nochmal wehgetan. Ach, jetzt kommt ja erstmal Flame-Mammut, stimmt. Und danach kommt direkt der nächste Boss. Ah, das ist ja lustig. Aber ich glaube, dieser Mammut hier wird uns nicht wirklich wehtun. Denn das hat er beim letzten Mal auch nicht getan. Er wird schon quasi von seinem eigenen Fließband an die Wand gedrückt. Ja. Ja. Jetzt wirft er wieder seine Öllachen, die ihm eh nichts bringen werden. Ja, wobei, dieser Boss hier könnte sich eigentlich ziemlich gut mit Chill Pinguin und Storm Eagle in eine Reihe stellen, denn der ist auch ziemlich billig. Yeah, er hat Terreur gemacht, er hat das Fließband gewechselt. Ich bin ja beeindruckt, was er alles kann. Er macht mehr Öl als irgendwas anderes. Er stampft mir rum, auf jeden Fall macht er nicht das, was er eigentlich machen sollte, als Feuerendgegner, nämlich er macht irgendwie kaum Feuer. Naja gut, stirb. Elefantenzirkus ist vorbei, meine kleinen Äffchen und Freunde. Und Äffchenfreunde. Und Freundäffchen. So, und jetzt hätte ich gerne noch Heilung, aber die kann ich mir in die Haare schmieren. Die gibt's nämlich nicht bei dem Boss. Und jetzt drückt mir mal die Daumen, dass der nicht allzu schwer ist. Dann könnte ich den sogar schaffen, ohne Game Over zu gehen, weil ich habe keinen Bock, dieses Level nochmal zu machen. Das Ding an bei dem ist wieder. Der wird auch so unglaublich. Der wird auch so schnell mit der Zeit. Allerdings glaube ich, ist diese Attacke recht gut auszuweichen. Wow. Und er macht zum Glück überhaupt keinen Schaden mit dieser Attacke. Wow. Irgendwie. Weg da. Wow, okay. Ich habe fast zu früh reagiert. Ich habe zu früh reagiert. Ich sollte vielleicht mal daran denken, dass ich, oh Gott, den blauen Schuss aufladen muss, bevor ich schieße. Denn der grüne ist scheiße. Der macht nämlich genauso viel Schaden wie, glaube ich jedenfalls, oder? Der macht auch nur, hat er zwei Schaden gemacht oder einen? Ich glaube, er hat einen Schaden gemacht. Ich bin nicht sicher, Mann, ist mir doch auch egal. Ich möchte einfach nur diesen T-Rex hier besiegen. Oh, mein blauer Schuss macht auch nur einen Schaden, sehe ich gerade. Ja, zurück. Ja, ich glaube, ich bleibe einfach... stopp! Dabei. Ich bleibe einfach dabei, mit dem meinem Kügelchen abzuballern. Da fahre ich irgendwie am sichersten mit. Wow! Na gut, oder er macht einfach das weiter. Ich muss sagen, das war peinlich. Der Boss ist eigentlich nicht schwer. Leute, ich spiele wieder bis dahin. Scheiße, ey. Yeah, ich bin hier. Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Ich habe nur zwei Versuche, weil ich auf dem Weg hierhin vom lieben Launch Octopus genatzt wurde. Die ekelhafte Potsau. Es ist immer Launch Octopus. Warum? Ich hab ihn doch so gern. Okay, ich war gerade nur still, weil ich kurz was auschecken wollte quasi. Und zwar, ob ich diesen Panzer unten austricksen kann, wenn ich einfach springe oder in der Luft bin, während er vor die Wand fährt. Während er die Karre vor die Wand fährt quasi. Nein. Es sieht gerade ziemlich gut aus, möchte ich mal meinen. Darf ich das mal erwähnen?
Als Verursacher kann ich Ihnen das W nennen. Ja. War ein Zitat. Wow! Kollege, nicht so fix. Okay. Die Scheiße kannst du ruhig weitermachen. Da kann ich nämlich gut reagieren. Ja, das war ziemlich easy jetzt beim zweiten. Ja, cool. One hit. No hit. Cool. Geile Scheiße. So. Und jetzt wird etwas kommen. Ich werde das jetzt mal versuchen. Wie ich ja schon am Anfang angekündigt habe, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Die drei Bosse, weil ich glaube, der erste könnte mir ein bisschen auf den Sack gehen und ich glaube, der letzte, der one-hittet mich sowieso. Dennoch werde ich es mal versuchen. Ja, ich weiß nicht, wie oft, ein paar Mal vielleicht. Dreimal oder so. Und wenn es dann nicht klappt, werde ich mir die Rüstung und die Energietanks, glaube ich, holen, weil ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich möchte es bis hierhin versuchen und ich habe es hierhin geschafft. Ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich mir dieses einfache Spiel so schwer machen konnte. Guck mal, wer da ist. Willkommen! Ich habe gesehen, du hast es geregelt, hierher zu kommen, ganz alleine. Sehr beeindruckend. Ich könnte dich zerstören, aber ich möchte es meinem Tier überlassen. Er weiß, wie man mit Betrügern umgeht. Wenn du überlebst, dann werde ich auf dich warten. Enttäusch mich nicht, X. Tja, Sigma, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber dein kleiner Wuffi hier ist wesentlich stärker als du selbst. Ich glaube auch, dass, ja, genau das, der mir am meisten Probleme bereiten wird. Also nein, nicht am meisten, aber mehr Probleme auf jeden Fall als er selbst. Weil, wie gesagt, er selbst ein ziemlich einfacher Boss ist, der nix kann. Eigentlich. Der hier zwar auch, aber, ja. No Hit, drei Bosse hintereinander? Na, ich weiß ja nicht. Das könnte sich als schwierig erweisen. Na ja, gut, aber... Ah, wow. Das war knapp. Ich glaube, ich nenne dieses Let's Play für mich privat das Let's Play, wo meine Nase dauerhaft am Jucken war. Progressive. Exzellente Arbeit, X. Ich sehe, warum Zero auf dich gezählt hat. Du bist genauso ein guter Jäger, wie ich mal war. Aber die Zeit deiner Zerstörung ist gekommen. Irgendwas. Keine Ahnung. So, hallo, Grinch, whatever. Jedenfalls, oder mit anderen Worten, hallo, einfachster Boss auf Mega Man X. Ja, ihr seht auch, glaube ich, gerade auch schon, warum. Er macht, wenn man ihn austrickst, nichts anderes als das. Und was mache ich gerade richtig? Ihn austricksen. Das Einzige, was jetzt hier eigentlich nur dauert, ist, ihn zu besiegen, bis seine Energie unten ist. Aber sonst hat er nichts auf dem Kasten. Hua! 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 Wobei ich glaube, er würde mich bestimmt one-hitten, wenn er mich einmal berührt. So wie der nächste Boss es auch wahrscheinlich tun wird. Hua! Ich bin ja so gut! Wie er nichts kann, dieser Boss! Er ist eigentlich könnte man sagen, er ist noch leichter als... Wow! Chill-Pinguin und Flame-Mammut und Storm-Eagle und wie die ganzen Flaschen ja hießen. Das Einzige, was dieser Kampf hier eigentlich ist, ist ziemlich langweilig. Weil ihr auch seht, dass ich ihn nur einen abziehe mit meinem Schuss. In anderen Worten, ich muss ihn 30 Mal treffen. Das ist der Wahnsinn. So, ich springe ihm entgegen. Nein. Wow. Da wollte er mich verarschen. Da kam er einfach mal von rechts angeknabbelt, der kleine, dreckige, flausche Peter. So, dann wollen wir mal gucken, wie gut wir gegen ihn abschneiden. Vielleicht treffen wir ihn ja sogar zweimal oder so. Ja, so auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, gut, ich kann hier stehen bleiben. Gut, wollen wir doch mal... Ja, danke schön, dass du mich... netterweise noch nach oben trägst, mein kleiner... Na! Ja, nimm deine Flosse da weg, Kollege.
Wow, ich habe sogar einen Schlag seiner Hand überlebt, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, ihr seht das Problem. Ich mache ihm nämlich nicht wirklich Schaden. Und, ja. Er mir dafür umso mehr. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir den ganzen Spaß jetzt nochmal machen dürfen. Komplett von vorne. Wobei, ich glaube, der Hund bleibt... Bleibt der Hund tot? Ich meine, Nachtigall und die Fresse! Warum schreien immer die Nachtigall? Ja, ich weiß, es ist eine Nachtigall. Nein, der Hund bleibt natürlich nicht tot. Auf zu labern. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla? Bla 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 bla? Bla bla bla. Ja, und genau deswegen glaube ich nicht, dass ich das ganz ohne alles schaffe. Aber wir haben ja noch ein paar Versuche. Ich würde nämlich gerne mal den Hund schaffen, ohne getroffen zu werden. Das wäre schon mal eine ganz große Sache. Ja, perfekt. Und was mache ich? Ich lasse mich natürlich treffen. Aber immerhin habe ich gerade bei einer Kettis gemacht. Die Hand würde mich nicht one-hitten. Das ist doch schon mal nett. Was mich dann wahrscheinlich one-hitten würde, sind die Attacken von dem netten Herrn. Also die aus seinem Maul schießt. Und die Blitze natürlich, die aus seinen Fäusten schießt. Er hat also quasi eine eisene Feuer- und der Blitzattacke. Ich bin ja schwer beeindruckt hier, Mann. Bla 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 bla, excellent, bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Hallo, ich bin Sigma, ich bin voll der gefährliche Gegner. Ich würde mir gerne was ausprobieren, ob ich vielleicht mit so einem kleinen Bällchen mehr Schaden mache. Nee, schade. Aber dafür müsste ich auch mal... Nee, okay. Hey, jo, das wird jetzt wieder der spannendste Kampf des Jahrhunderts, meine Freunde. Na gut, kommt. Na, was will man machen, ne? Leider gehört er ja dazu. Dieser Kampf ist aber, wie gesagt, leider nichts anderes als öde. Oh, sagte er und kriegte auf die Fresse, weil ich zu übermütig war. Na gut. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich beim nächsten Schlag des Bosses auf jeden Fall tot bin. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollten, nicht wahr? Ah. Oh Gott. Ich probiere mal, ob das irgendwie schneller geht. Nee. Nee, das ist eine ziemlich beschissene Idee gewesen. Okay. Jo, jetzt können wir den ganzen Spaß nochmal machen. Ach, ist das herrlich, Leute. Also, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das trotzdem mal weiter ohne probieren. Also ohne alles. Der Challenge wegen und so. Mein Gott. Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir brechen es, indem wir einfach hier die Sachen holen. Ey. Wäre voll schade. Allerdings, ja, es ist nicht so einfach, weil ich erstmal zu dem Typen hinkommen müsste ohne Schaden. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich jetzt hier tau gehe, hier Game Over gehe, werde ich euch die beiden ersten Kämpfe immer ersparen, indem ich sie rausschneide. Weil das will ja echt keiner sehen, wie ich hier die ganze Zeit versage. Wobei, am häufigsten habe ich ja bis jetzt bei der Spinne versagt. Oh Gott, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wenn ich den Hund hier mal schaffe, ohne Schaden zu kriegen, wäre ich der freundlichste, glücklichste Mensch der Welt. Weil dann wüsste ich nämlich, ob ich eventuell noch mehr aushalten kann bei dem Dingens hier. Oh! Wow, da springt aber ganz schön weit, der Kollege. Aber das bringt ihm nichts. Das bringt ihm nichts. Haha. Na gut, ich glaube, wir haben ihn genatzt. Cool. Yeah, ohne Schaden. So, jetzt kommt wieder unser bester Freund und Helfer Sigma aufs Feld und sagt sich... Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Um mich das mal zu versetzen, das heißt so viel wie, ich finde das total unfair, dass du hier gerade mein kleines Hündchen getötet hast, dafür werde ich jetzt aufs Gesicht ploppen. Ploppen? Ploppen. Na, oh, ist das zu glauben. Ich bin zu weit hochgegangen. Schon wieder, auf. Aber was mache ich hier? Oh, klasse. Echt klasse.
Ah, Leute. Na, so viel zum Thema. Jetzt kann ich ja mal ausprobieren, ob ich einen Schlag aushalten würde, ne? Bevor ihr euch fragt, der Typ hier hat sogar eine Schwäche. Seine Schwäche ist Elektrizität. Warum auch immer. Na gut, warum hat der letzte Boss, also der da hinten, der gleich als nächstes kommt, falls wir den diesmal schaffen, was eigentlich easy sein sollte. Ich bin nur irgendwie zu voreilig, wollte ich gerade sagen. Was zur Hölle mache ich für eine Scheiße? Zum Glück kotze ich hier nicht in den Eimer oder sowas, ne? Ohne Energietanks und ohne Rüstung, darf ich das nochmal betonen? Wer ist so bekloppt und so wahnsinnig? Warum mache ich das überhaupt? Wieso zum Henker tue ich mir das an? Ich habe gewusst, dass das nicht gut ausgehen wird. Ich habe es von Anfang an gewusst, aber nein, ich muss mir natürlich alles schwerer machen, als es schon ist. Das ist man sich ja gewohnt von mir. Und ja. Und ich übertreibe natürlich direkt mal alles. Drrrr, bam! Aber ich weiß, dass ich den Skill habe, das zu schaffen, liebe Freunde. Ich bin nämlich ziemlich gut im Mega Man X. Ah. Und, will mir hier niemand was anderes sagen. Gott. So eine Challenge ist ja auch mal nicht etwas, was man mal eben immer so macht, ne? Das müsst ihr ja mal hier, ne? Müsst ihr ja mal zugeben. Ich hab sowieso momentan irgendwie so mit Challenges, wollte ich gerade sagen. Wenn man bedenkt, ich habe ja noch die Nuzlocke. Tschüss. So, haben wir dein kleines Wuffi oder Kätzchen? Nee, es macht... Also willst du wohl ein Wolf sein? Also ist es wohl eher ein Hund als ein Kätzchen. Haben wir dein kleines Kätzchen jedenfalls vermöbelt? Tu uns den Gefallen, mein Lieber. Und pack dein Laserschwert weg. Ha. Nee, okay. Schade. Was mache ich? Warum? Bin ich so ein dummer, vollidiotischer, kleiner, vollidiotischer Trottel, Dummkopf, Horst, der nichts auf die Reihe kriegt? Warum bin ich ein Idiot? Warum? Das denken sich wahrscheinlich viele Leute, die morgens aufwachen und in den Spiegel gucken. Allerdings denke ich es nicht nur, wenn ich morgens aufwache und in den Spiegel gucke. Ich denke es nämlich gerade auch in diesem Moment. In dieser einen Sekunde des Todes. Des Todes, weil nicht nur ich hier im Spiel sterbe, sondern weil auch mein Verstand stirbt. Weil ich mich frage, warum ich mich davon die ganze Zeit treffen lasse. Das ist der einfachste Boss ever. Ihr müsst verstehen, ich habe die ganze Kacke jetzt hier schon am Stück aufgenommen. Und es ist ein bisschen anstrengend. Ich bin noch ein bisschen platt. Ein bisschen sehr. Jedenfalls, kleiner Wuffi, komm, zeig uns, was du drauf hast, Kollege. Ich würde nämlich doch gerne einmal das schaffen. Das schaffen. Das schaffen. Warum ist das hier ein kleiner Honk? Aua. Au. Au. Wie soll ich... Oh, wow. Wow. Oh, jetzt trifft der kleine Drecksköter... Ja, toll, treff mich doch gleich zweimal. Treff mich doch gleich zweimal, kurz bevor du stirbst. Hallo, ich bin Sigma. Ich bin eigentlich total die Flasche, aber ich gehe dir jetzt trotzdem voll auf den Sack. Warum? Warum er tut mir das an? Guck ihn euch an. Er ist nicht gut. Ich probiere mal jetzt was. Einfach nur, weil ich Lust habe. Jo, das hat gut geklappt. Wisst ihr was, Leute? Ich schneide euch das jetzt, so dass ich wieder beim letzten Typus bin. Und dann schauen wir weiter. So, oh mein Gott, ich habe ihn fast wieder down. Ihr seht's hier. Und jetzt habe ich ihn down. Gut. Meine Herren! So, und jetzt können wir uns mal wieder an den Boss trauen. Na. Ich krieg ja noch den Kotzreiz. Aber... ich kann mich nur wiederholen, was ich schon die ganze Zeit über tue. Ich habe mir das selbst aufgebrockt, ich bin selber schuld. Allerdings fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, wie man das Spiel noch schwerer machen will, als ich es jetzt getan habe. Perfekt! Ich wäre nett, wenn du... Danke. Wow, unglaublich, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, so, er ist gleich so gut wie tot. Ich habe übrigens mittlerweile eine Taktik rausgefunden, wie der Hund ziemlich einfach ohne Schaden zu machen ist.
Und ja, der hier ist ja sowieso einfach ohne Schaden zu machen, auch wenn ich das jetzt wieder erst beim 7000. Versuch geschafft habe. Hier salzt sich gerade eine kleine Spinne ab neben meinem Monitor. Warum tust du das, kleine Spinne? Möchtest du etwa sterben? So, das Problem ist, dass der Mega Man boostet, wenn ich zweimal in die Rennrichtung drücke. Allerdings, möchte ich nicht, dass er... Oh Gott! Er das macht. Wow! Wow, 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 ich hatte nicht mal die Chance, irgendwas zu tun. Leute, bis gleich. Okay, gleich ist er... Geschichte! Jetzt ist er Geschichte! Oh. Jetzt können wir ganz oft sehen, wie Sigma stirbt, Leute. Das ist doch auch was Schönes, oder? Gut, aber immerhin weiß ich jetzt, er killt mich nicht One-Hit. Jedenfalls nicht mit den Blitzen, auch nicht mit seiner Flosse. Und wahrscheinlich dann auch nicht mit den Dingern, die aus seiner Fresse schießt. Allerdings bin ich da, bin ich da nicht sicher. So. Mann. Ich möchte eigentlich einfach nur hier oben stehen bleiben, ohne dass er mich trifft. Dankeschön. Mehr will ich doch gar nicht. So. Das wird jetzt meine Taktik bleiben. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, cool, danke. Das kannst du ruhig weitermachen. Dankeschön. So, das Einzige, was mich jetzt noch stören könnte, ist, wenn die rechte Hand da hinten meint, mucken zu müssen. Quasi, wenn sie auf mich zufliegt. Ja, genau wie jetzt. Oh. Ich bin so blöd, ich könnte glatt ein Blödmann sein. Yay, Leute, ich bin wieder da. Cool, ne? Und guck mal, wer getroffen worden ist. Yay. Wow! Was eine Aktion. So, schön. Gleich bin ich wieder zum... Ich habe aufgehört zu zählen. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so recht, ob ich das wirklich durchziehen soll. Also diesen Boss so versuchen soll, wie ich ihn hier gerade versuche. Weil das ist irgendwie eine Aktion, die ich nicht unbedingt für meinen Nervenkleid vereinbaren kann. Denn ihr könnt verstehen, dass ich hier gerade ein bisschen ausraste, innerlich. Aber nur leicht. Nur ein ganz kleines bisschen. Oh cool, danke. Oh, genau das meine ich. Mega Man, warum? Nicht sliden. Okay, so kann ich stehen bleiben. Du kennst mich nämlich, weil diese Attacken sind die richtig gefährlichen. Die machen nämlich richtig viel Damage. Und was mache ich natürlich? Ich fall wieder runter. Ja, gut, ich stehe richtig. Okay. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen, wenn ich es versuche. I can do it if I really try. Cool. Er soll bloß nicht seine linke Hand, also seine rechte Hand, aber die von uns aus gesehen linke Hand benutzen. Toll, dass ich nicht lange genug gewartet habe. So. Das ist übrigens neben dem Amortamedillo-Schuss der einzige, der Schaden macht. Oh Gott. Okay, wow. Unser pinker Schuss hier. Ist der einzige neben dem. Also die Amortamedillo-Attacke ist seine Schwäche und das hier macht sonst als einziges wirklich Schaden. Tollerweise. Und ich stehe ja so, als würde. Ich habe immer das Gefühl, als würde er mich fast treffen mit der Attacke. Also mit dieser Bällchen-Attacke da. Und das möchte mir nicht so recht gefallen, um es mal ehrlich so auszudrücken. Allerdings läuft es gerade ausnahmsweise mal halbwegs gut. Sodass ich denke, das könnte vielleicht was werden. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Leute. Warum mache ich sowas? Warum tue ich mir sowas eigentlich an? Bin ich irgendwie... Schon wieder. Ich denke die ganze Zeit, er trifft mich. Aber er soll seine Hand da hinten bloß... Na... Ah! Scheiße! Nein! Nein! Er hat mich verarscht, Leute! Er hat mich verarscht! Yay, Leute! Guck mal, wer schon wieder getroffen worden ist! Huhu! Oh. I'm not sure. Ich bin sowas von nicht sicher, ob ich das wirklich möchte, was wir hier eigentlich die ganze Zeit gerade tun. Ey, so kann man auch einen Tag seines Lebens verschwenden. Ich bin den ganzen Tag nur Mega Man X am Zocken. So, gut. Ich stehe! Yeah! Wow, wow, episch ungünstiger Moment, um eine Begrüßung zu starten. Eine Begrüßung ist gut. Ich meine, wir sind ja schon mittendrin. So. Oh Mann!
Jetzt habt ihr nochmal live mitgekriegt, wie ich getroffen wurde. Schön. Es ist echt nicht lustig, Leute. Also, das ist echt nicht lustig. Aber irgendwo macht es Spaß zu leiden. Na, so sind wir Masochisten eben. Es gibt Leute, die sind Sadisten, die heißen dann das Saffe und die freuen sich über solche Videos wie dieses hier. Und es gibt Leute wie Masochisten, wie ich, die freuen sich, solche Videos zu machen. Weil sie einfach gerne von Videospielen auf den Sack kriegen. So, das war... Ja. Wir haben ihn zweimal getroffen. Wir müssen ihn nur noch 28 Mal treffen, Leute. Das ist doch nicht, das schaffen wir doch locker. Okay, gut. Das ist immer das Dumme, wenn wir den Flossen da ausweichen müssen. Flossen ist übrigens hier so, sagt man jedenfalls bei uns so. Heißt jetzt nicht wirklich Fischflossen, sondern ist so ein Wort für Hände. So, der Typ könnte jetzt von mir aus ruhig die ganze Zeit in der Mitte seine Sachen da kotzen, während ich hier oben sicher stehe. Interessiert mich das relativ wenig. Muss ich mal sagen. Und er soll seine Hand da rechts weglassen. Ja, die Hand kannst du ruhig hochmachen. Aber mehr bitte nicht. Gott, ich weiß noch ganz, ganz früher, als noch kein Internet gab und solche Aktionen, ne? Also als jedenfalls wir noch keine Ahnung, ob es da schon Internet gab. Seit wann gibt es eigentlich Internet für den Privatgebrauch? 1990, oder? Jedenfalls damals, als mein Bruder und ich dieses Spiel gespielt haben, ich weiß noch, dieser Boss war für uns das Schwerste überhaupt. Wir haben ihn nie geschafft. Wie er mich verarscht. Wie er mich instant verarscht mit seiner Scheißflosse. Ich bin ein epischer Boss mit epischer, brutaler Musik. Guck mal hier, stöße dich mit dem Punkt. Bam. Das hat noch nicht mal ein schönes Geräusch gemacht. Hat eigentlich irgendjemand gezählt, der wievielte Versuch das jetzt ist? Also ich bin jetzt schon ein paar Mal wieder bei dem Goethe gestorben, weil er mich irgendwie dann doch wieder genatzt hat. Und der hat mich auch noch zweimal gekillt. Aber wir geben ja nicht auf. Ich gebe nicht auf, bis mein Kopf meinen Tisch zertrümmert hat. Weil er drauf fällt. Oder so, ne? Oh cool, das ist ja nett. Was als Service hier. Ja, fängt ja schon direkt gut an. Komm mal, nimm mal eine Hand runter. Ja. Ja. Wow! Ich mein gleich! Yeah! Oh yeah, Leute! Wer ist cool? Wer ist der Beste? Richtig, ich nicht, offensichtlich. Ach, irgendwann kennt ihr diese Situation. Ich weiß nicht, wer von euch ist selber Let's Player und irgendwann kommt man an so eine Stelle wie diese, wo man immer und immer und immer und immer und immer und immer, sagte ich schon immer, und immer wieder die gleichen Stellen sieht und sich irgendwann nur fragt, wieso mache ich das eigentlich? Dankeschön. Oh, Kollege! Oh, Mega Man, nicht sliden, wenn ich das nicht möchte. Yay, super. Bam, ja. Oh, er ist tot übrigens. Er ist tot, ja. Das ist der Satz, den er quasi schon sehr häufig gesagt hatte jetzt. Allerdings nicht in Bezug auf sich, sondern in Bezug auf mich. Ich muss so Dreck wieder übertreiben. Irgendwie macht er seit den letzten Malen immer die Flosse links, also von uns aus links runter. Das heißt aber, er macht jetzt wahrscheinlich... Ja, kann es sein, dass er irgendwie immer die gleiche Scheiße macht? Gefällt mir nicht. Hör auf damit. So, wir haben ihn dreimal getroffen. Nur noch 27 Mal, Leute. Geil. Bam. Hat jetzt mal jemand gezählt, wie viele verdammte Striche das denn sind? Wow, habt ihr das gesehen? Das war episch. Komm, wir hatten bei einem der letzten Versuche, einen der letzten Versuche ist gut, einen der tausend letzten Versuche, hatten wir so einen epischen Run, wo er quasi nichts anderes gemacht hat, als die falsche Flosse runterzulassen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was noch schwierig ist. Wir müssen dieser rechten Hand ausweichen, wenn die kommt. Gerade ist allerdings ganz cool. Gerade hat er nämlich scheinbar ziemlich Bock, seine Attacken da zu machen. Oder uns die richtige Hand nach oben zu halten. Nein, oh, hat mich verarscht, weil er zu schnell war. Wow.
Na komm, hör auf. Danke. Ich stehe gerade ziemlich weit am Rand, möchte ich mal eben... Wow, Kollege. Bring mich nicht in Versuchung. Bring mich vor allem nicht so nah an den Boss ran. So. Waren wir schon mal so weit eigentlich nebenbei mal erwähnt? Oh yeah. Ich glaube noch nicht. Allerdings bin ich noch viel zu früh vor Euphorie, weil wenn ich mal so gucke, wir haben ihn noch nicht mal die Hälfte ab... Wobei, jetzt haben wir ihn, glaube ich, die Hälfte abgezogen, oder? Auf jeden... Ah! Ja, komm runter, Hand. Danke, danke. Danke, dass du normal runterkommst mal. Oh, meine Herren. Was eine Aktion hier. Bin ich wahnsinnig. Bin ich wahnsinnig, Leute. Ihr könnt, ich hab jetzt mal eine ganz tolle Idee. Diese Herausforderung hier nenne ich jetzt einfach mal kackendreist die Sui-Challenge. Weil mir wurde in den letzten 3 Jahren schon so oft gesagt, man kann sich ein Spiel auch echt unheimlich schwerer machen, als es ist. Ja gut, dann machen wir jetzt halt Positionwechsel. Fräulein, so nicht. Und wenn ihr Bock auf diese Challenge habt, dann nennt sie die Sui-Challenge. Und versucht es mal selber. Könnt ihr mir dann ja gerne als Videoantwort posten, wenn ihr Bock dazu habt. Nein, 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 guck mal, die Energie. Das hat 7 Striche noch. Ich habe ganz vergessen zu begrüßen. Ich dachte mir, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dem Typ immer zu, also den Tod von dem Typen immer noch zu zeigen. Ich werde jetzt einfach immer direkt hier starten. Und wenn das jetzt wieder ein paar Mal nicht hintereinander nicht so klappt, wie ich möchte, also mit anderen Worten, wenn ich ihn jetzt wieder mal nicht schaffe, dann, meine lieben Freunde, werde ich euch das ja auch ersparen und werde immer nur dann reinschneiden, wenn ich ihn schon ein bisschen gekillt habe. Also, oder kurz davor bin, ihn zu töten. Dim, 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 dim. Bam. Ja. Okay. Das ist, wie gesagt, die einzige Schwierigkeit. Diese Scheißaktion mit seiner Hand, ey. Der Typ ist doch wahnsinnig. Was macht er? Warum bringt er mich immer so nah an seinen Schädel dran? Möchte er ihm, dass ich unbedingt Hallo sage? Dann soll er das nur weitermachen. Ich hätte gern jetzt so wie ein Metroid Other M so einen Schnelllader. Dann würde ich meine Attacke innerhalb von wenigen Sekunden immer aufgeladen haben und könnte sowas machen. Bam! Ihn quasi voll auf seinen metallischen Schädel. Wow, okay. Gerade so noch getroffen. Eigentlich komisch, dass dieser Attacke ihm so viel Schaden macht, weil er eigentlich nur streift. Also gerade hat er nur gestriffen, wenn du das mal gesehen habt. Wow, ich bin beeindruckt, dass ich das geschafft habe. Hand, 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 Hand. Oh Gott. Hand. Oh, danke. Ja, so muss man das eigentlich dann, ist es wahrscheinlich eher gedacht, den Boss zu besiegen. Allerdings. Okay. Gut. Ah, Leute! Ich bin wieder nah dran. Ich bin so nah dran. Wow, ich bin... Oh Gott, hör auf! Nimm deine kleine, scheiß, dreckige Hand einfach weg von mir, okay? Ich möchte dich auch nicht die Hand schütteln, mein Freund. Ich möchte dir eigentlich gerne einfach nur meine netten, kleinen Plasmageschosse in den Schädel schießen. Jetzt hat er mich verarscht. Jetzt ist er einfach wieder stehen geblieben. Der Gegner hat übrigens so ein Talent, mich zu verarschen, wobei ich langsam auch das Gefühl habe, dass es irgendwie keine große Schwierigkeit ist, mich zu verarschen. Ah, Gott. Aber eine Sache, die mich jetzt mal ernsthaft interessieren würde, haben wir jetzt eigentlich schon mehr Versuche? Ja gut, insgesamt bestimmt, weil ich habe ja viel rausgeschnitten. Gott, die ganzen Versuche, wo ich gegen Sigma und den Hund verloren habe. So. Ich kann es gerade nicht wirklich glauben. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es möglich ist. Wow. Okay.
Wow! Oh Gott, Leute. Möge die Sui Challenge eine Geschichte schreiben! Oh! Oh mein Gott! Oh fuck, wartet! Doch! Nicht no! Doch! Es ist nicht möglich! Ich bin ein Reploid! Ich kann nicht von dir zerstört werden! Warum, X? Warum hast du das getan? Und zu uns? Warum hast du das angetan? Ohne die Menschen hätten meine Reploid-Brüder ein neues Zeitalter anschlagen können. So, und ich lege jetzt den Controller weg. Meine Hände schwitzen wie Sau. Wer möchte herkommen und mich in den Arm nehmen und mal von meine Hände vor allen Dingen in die Hand nehmen? Gott, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Ich hab ja am Anfang gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das packe. Also, vor allem halt den letzten Boss ohne... Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Jedenfalls, das könnt ihr euch selber da durchlesen. Oh. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Ohne Herzcontainer, ohne Rüstung und ohne Energietank. Ich bin schon ganz schön stolz auf mich. Ich glaube, auch noch schwerer kann man sich das Spiel nicht machen, oder? Der Krieg endete. Und nun ist wieder Frieden eingekehrt oder so. Aber diese, die sich selbst für den Sieg opferten, kehren nie wieder zurück. Irgendwas hat X gemacht auf jeden Fall, weil er sich entschieden hat zu kämpfen oder so. War da ein anderer Weg? Gab es einen anderen Weg? An der Klippe stehend, die Antworten schienen ihnen zu entrinnen. Tiefgründig. Er weiß nur, er wird die Mavericks erneut bekämpfen, bevor er seine Antwort findet. Wie lange wird er weiterkämpfen? Wie lange wird sein Schmerz verwehren? Ist ja echt ganz schön melodramatisch hier. Vielleicht weiß nur der X-Buster an seiner Hand. Dies mit Sicherheit. Fantastisch. Cast Highway State Spiky Crusher Ball the Books or the Tekken Spin. Okay. Leute, dann sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen, wer sich diesen Batzen an Videomaterial angesehen hat. Das war... Ich wurde gerade angerufen, toll. Das war mein 3-Jahres-Special. 3 Jahre Let's Plays, mein allererstes Projekt Mega Man X, damals in einer Challenge gemacht ohne Herzcontainer, heute in einer Challenge gemacht ohne Herzcontainer, ohne Energietanks und ohne Kabam, ohne alles. Ich weiß, wahrscheinlich werde ich jetzt trotzdem wieder sagen, es ist gar nicht so schwer, aber Leute, lasst mich doch mal den Moment genießen. Und das solltet ihr auch tun, genießt doch einfach mal den Moment, diesen einen schönen Moment, den wir jetzt hier haben, in dem wir sagen können, we did it. Die Sui-Challenge findet seine Antwort in der Frage, die Mega Man sucht, und die sagt, macht es einfach. Gott, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen wollte. Es ist echt viel passiert in den letzten 3 Jahren und ich denke, ich hätte nichts anderes spielen können, um das besser Revue passieren zu lassen. Als Mega Man X. Ja, in der Tat. Und ich würde sagen, genießen wir noch ein bisschen die Abspannmusik. Ich werde jetzt meine Klappe halten.
Kwäm! Natürlich lasse ich ihm nicht das letzte Wort, ist doch wohl klar. Ah, schön. Und da sehen wir nochmal Mega Man und ich glaube, wir müssen... And you as Mega Man X. Ja, da kommt aber noch was danach. Ja, ihr kennt mich ja. Natürlich kann ich in Credits nicht einfach die Klappe halten. Das wäre irgendwie... Ideal, das wäre sowas von Idealitätsgenau. Das wäre sowas, was wir tun wollen und das wirklich tun, was wir nicht werden wollen. Ich laber Scheiße. Ich singe einfach nur die Credits mit. Ich hab's geschafft, ich freue mich so, ohne die Challenge zu brechen, was ich eigentlich am Anfang erwartet hätte. Die Spinne war ein Arschloch und der letzte Boss war ein Arschloch. Alles gesehen. Ja, sie waren nicht nett zu uns. Aber wir haben es trotzdem. We did it. So, der Abspann läuft durch. Wobei ich mich frage, warum es ja nicht zwei Abspannen gibt. Am Anfang war ja gerade eben einer. Und jetzt haben wir quasi noch einen. Mit ihren Nicknames. Wie war das? Mirko meinte doch, weil sie sich nicht trauen, irgendwie zuzugehen, dass sie dieses Spiel gemacht haben, ne? Na. Special thanks, Capcom All Staff. Will ich auch erraten haben. Und wer kommt jetzt noch? Thanks for playing, presented by Capcom. Eigentlich labert jetzt Sigma übrigens noch da eben so einen Stuss in Hinblick auf den zweiten Teil. Aber da wir den nicht mehr machen werden, denke ich, ist das eigentlich der schönste Endbildschirm, den wir nehmen können. Leute, ich sage danke fürs Zusehen für dieses lange Video und sage... See you next mission!